Moin, moin da draußen und herzlich willkommen zu unserem schönen kleinen Live-Talk. Nicht so wie letztens beim Quarantäne-Talk bin ich jetzt zu zweit, also sitze ich direkt zu zweit hier mit Adrian. Adrian ist mir hier im Ohr zugeschaltet und den werdet ihr auch gleich sehen. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ihr könnt das Übliche machen und zwar würde ich ganz gerne euch einmal bitten, im Live-Chat einmal kurz Feedback zu geben. Ist Bild da? Ist Ton da? Dann weiß ich kurz, dass das hier alles läuft, dass das alles funktioniert. Könnt gerne mal Hallo sagen. Weil ich heute hier ein bisschen mehr aufgebastelt habe als sonst. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe hier drei Monitore. Ich muss hier auf drei Monitoren gleichzeitig gucken. Das ist schon ein bisschen verrückt. Super, hier kommt schon. Läuft alles perfekt. Das freut mich sehr. Wunderbar. Ich bin ja nicht alleine, also wer mich noch nicht kennt, ich weiß nicht, aber eigentlich müssten eigentlich mich alle kennen. Olaf Schieche von Solek, ich bin eigentlich Lightpainter und war mit dem Adrian Rohnfelder in Island vor, wann war das, vor anderthalb Wochen. Ich schalte mal den Adrian, damit ihr den gleich seht, einfach mal direkt rüber. Da ist der Adrian, der kann sich auch mal kurz vorstellen. Ja, hallo, ich meine, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Adrian, Adrian Rundfelder und ich bin der vulkanische Part von der Tour. Also ich bin schon seit 2008 eigentlich in den Vulkanen dieser Erde unterwegs und ziemlich feuerverrückt und habe dann irgendwie, wir haben ja, weiß nicht, wer das Projekt von euch vielleicht kennt oder von ich, haben wir Vulkane schon mal gemalt, ein bisschen Lightpainting gemacht und mit dem Feuer gespielt. Und da hatten wir die Idee dann, wir wollten nochmal richtig am Vulkan zusammen besuchen und Lightpainten und die Leidenschaft des Feuers zusammentun. Und so kam dann relativ spontan, sind wir eigentlich auf die Island-Idee gekommen. Und vielleicht hat der ein oder andere schon den ersten Talk gesehen, da saßen wir noch in Quarantäne, da war es noch ein bisschen kalt. Ja, und heute berichten wir dann ein bisschen mehr von den heißen Tagen. Genau, und ich blende jetzt einfach mal so über. So, letztes Mal im Quarantäne-Talk saßen wir noch gemütlich auf unserem Quarantäne-Sofa. Ja. Jetzt sind wir hier, ich weiß nicht, etwas über 400 Kilometer entfernt, aber wir können ja einfach mal so halt andere Richtung, da lang, high pfeifen, genau. So hier rüber, so zack. Also ich muss jetzt auch. Das ist echt, ja, das ist auch. Gar nicht okay, so das einfach. Üben wir noch mal. Das üben wir noch mal. Nee, war eine coole Reise, Adrian, oder? Es war. Also für mich war es ein Abenteuer, weil ich habe noch nie einen Vulkan in meinem Leben gesehen, außer den Stromboli von einem schwankenden Schiff aus. Das war, naja, das kann man nicht wirklich Vulkanabenteuer nennen. Aber das war einmalig. Für dich, wievielte Vulkan war das jetzt? Ich habe es gar nicht gezählt, aber bestimmt schon der 10. oder 12. aktive, wobei es noch nicht viele gab, wo man wirklich so nah dran konnte und wo dann wirklich, also solche Lavafontänen, wie wir gesehen haben, und Lavaflüsse habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Eher so die, so ein Stromboli, da habe ich auch schon oben drauf gestanden, wenn der richtig ausbricht, oder bei vielen anderen Vulkanen, aber das, also zum einen so einfach zu erreichen, einfach ein bisschen im Auto fahren, ein bisschen laufen und schon steht man davor. Und dieses enorme Feuerwerk, das hatte nochmal ganz besondere Faszinationen, Reiz. Also ich glaube, wir beide hatten einen ziemlichen Overkill, das war, eigentlich zumindest die ganze Zeit. Das war wirklich Wahnsinn. Also ich erinnere mich noch so an den ersten Moment, als wir da waren und dann so Lava, 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 Bam, überall. Und wir waren so da so, was fotografieren wir jetzt als allererstes? Was filmen wir? Das war so total, also habe ich noch nie erlebt, solche Eindrücke. Ja, vor allem, wir hatten ja auch insofern ein bisschen Glück. Der Vulkan fing ja relativ klein an mit einer Öffnung, dann kam eine zweite und eine dritte. Ich glaube, da war noch eine vierte, da tat sich nicht so viel. Und an dem Tag, an wir da waren, gingen wir 5, 6, 7 und 8 auf. Und der hat wirklich aus allen Rohren ja letztendlich gefeuert und man stand wirklich da, die Lava kam auf einen zu, dachte man, oh, ich kann Lava-Close-Up machen. Da hinten spritzte es, oh, jetzt vom Tele wieder raus. Und dann, ach, die Drohne auch noch. Ich glaube, wir waren da wirklich beide irgendwie nur mit mehreren Kameras, Drohne anhantieren und immer noch, und das verpasst, und das verpasst. Also es war irgendwie herausfordernd. Ja, genau, das war ja, wir hatten ja jeder zwei Kameras. Ich habe ja auch mal eine dabei gehabt, die immer gefilmt hat. Dann wollte ich mit einer fotografieren und das war immer so, ja, schnell die da hinstellen, dann dahin rennen. War echt irre. Kurz nochmal zu dem Ablauf den ganzen hier. Ich habe jetzt zwar den ganzen Chat hier offen, ich kann das alles mitverfolgen. Wir wollen alle eure Fragen beantworten, deswegen machen wir das ja auch mit dem Livestream einfach. Ist das Einfachste. Uns beide, ne, dich haben auch sehr, sehr viele Fragen erreicht zu dem ganzen Thema. Ja. Und
Ja, wir wollen jetzt auch nicht alle Fragen irgendwie 10, 20 Mal beantworten, alle gleichen. Deswegen könnt ihr alle Fragen loswerden. Ihr könnt die in den Chat reinschmeißen. Also einfach gut kenntlich bitte im Chat platzieren. Am besten ihr macht ein paar Ausrufezeichen dahinter, dann sehe ich es nämlich sofort, weil es sonst nicht aus, also sofort aufploppt. Also ruhig ein paar Ausrufezeichen mit rein, damit ich das wirklich hier genau sehe, dass das eine Frage ist. Wir versuchen die alle zu beantworten, sofern es geht. Wenn wir sie noch nicht beantwortet haben, dann müsst ihr sie dann nochmal stellen. Wir machen am Ende einfach nochmal eine Quatschrunde, wo ihr ruhig nochmal alle Fragen loswerden könnt. Und ich denke mal, wir werden alles beantworten können, ne? Also. Ich glaube, ich sehe die erste Frage schon. Ich habe jetzt irgendwie, ich mache das iPad aus, das Genau. funktioniert nicht, aber ich habe mir das so eingerichtet, ich sehe es. Und zwar in Metern ausgedrückt, wie weit kann man sich dem Lavafeld, den In Kratern, circa Meter. Ja, nähern? 0,0 Meter. Also Lava kommt man direkt dran, also da, wo sie abgekühlt war, hätten wir auch drauf gehen können. Ist jetzt nicht die beste Idee, weil da drunter glüht es häufig noch, hätte aber funktioniert. Da, wo die Lava wirklich heiß an den Rand geflossen ist, naja, da hängt das von der persönlichen Hitzetoleranz ab. Also Das war irgendwann schon brennt warm. es und war es warm und die Krater, ich glaube, der nächste Krater war ziemlich nah. Wir haben ja nachher noch so ein kleines Filmchen von einer kleinen Begegnung mit diesem Krater. 15, 20 Meter, 15, 20 Meter kam man, glaube ich, schon dran an den Ich einen. glaube, nachher bei Also es dem war. Video muss ich dann auf jeden Fall. Meine Eltern, wenn ihr zuguckt, ihr guckt nachher mal weg. Also, ich sehe gerade die Frage, war es nicht zu gefährlich? Ich glaube, das beantworten wir Das nachher. Also, es war machen wir dann. insofern, kann man, glaube ich, beruhigen, wir hatten Ausrüstung dabei und der Vulkan ist permanent von der Bergwacht überwacht. Also, da rennen ganz viele von der isländischen Bergwacht rum, die auch mal wieder mit ihrem Gasometer, heißt das so, weiß ich nicht, gemessen haben, ob es gefährlich ist, weggescheucht haben. Also, die haben auch wirklich aufgepasst. Also, insofern, ich glaube, das Einzige, das können wir vielleicht kurz vorwegnehmen, das war gar nicht gefährlich, fühlte sich gefährlich an, als die Erde so ein bisschen gebebt hat oder Das geklopft war hat unter uns. ein Erlebnis, was ich noch nie vorher so gefühlt habe. Das war, dann waren wir alle so ein bisschen so, oh, aber Sind auch alle aufgesprungen auf einmal erst. Also oder war ein bisschen aufgestanden, glaube ich doch auch. Also ich kenne ja schon vulkanische Druckwellen. Wenn man weit weg steht und wird von der Druckwelle erwischt, dann spürt man diese Kraft. Aber sag mal, so ein Klopfen Erdbeben hatte ich auch nicht. Und das ist wirklich, als wäre einer unter uns gewesen. Und hätte mit so einem Riesenhammer einfach mal von unten gegen die Decke Genau, man muss geklopft, es aber wirklich, einen richtig ja, großen. als wäre man so auf so einer, wie kann man sich das vorstellen, auf so einer Holzplatte irgendwie würde man draufstehen und von unten, wie du sagst, ja, mit dem Vorschlaghammer haut einer gegen und das mit einmal wirklich so ein Rums, dass alle, die da waren, aufgesprungen sind, weggerannt sind und wir mit unseren Sack und Pack und den Kameras und alles so, ich weiß nicht. Aber da die Bergwacht nicht angerannt Ja. kam, gedacht, das kann nicht so schlimm sein. Ich glaube, es war, ich habe gelesen, also es hat diverse Erdbeben zwischen 1 und 3 Ja, dort. Das war bestimmt müsste schon eins 3 der schon in die stärkeren. Richtung gewesen sein eigentlich. Also zwischen 2 und 3 wird es gewesen sein und habe ich so auch noch nicht gespürt. Ja. Also. Wir können ja mal anfangen bei dem Ursprung eigentlich, finde ich. Wir fangen einfach mal Vulkan. Wann ist das passiert? Am 19. März ist er, glaube ich, ausgebrochen. Seit 2 Jahren hat sich das schon angekündigt dort, dass da irgendwas Ja, passiert. 2019 waren die ersten Beben. Da waren doch, glaube ich, die Horrornachrichten, die Ja. blaue Lagune wird demnächst explodiert oder so ungefähr. Also erinnere ich mich doch, da war irgendwas. Das ist ja relativ nah an der blauen Ja. Lagune. Und dann war der in den Medien, aber dann ist er immer mal wieder aufgetaucht. Ich glaube aber gar nicht groß in den Medien. Ich habe das in meiner Vulkangruppe, in meinen Vulkanfreunden so ein bisschen mitbekommen. Und dann relativ ohne Ankündigung eigentlich Naja, großartig. Ich hatte wobei vorher nicht viel. doch, die hatten ja schon Kameras aufgebaut. Und die hatten dann ja schon so ein Feld beobachtet eine ganze Weile, wo sie es vermuten. Dann ist es, glaube ich, ein paar hundert Meter daneben rausgekommen. Und ja, abends am 19., das war, glaube ich, ein Freitag. Und wir hatten gleich ja danach dann irgendwie geschrieben, so, verdammt, wir müssen dahin, wir müssen dahin, wir müssen irgendwas machen. Und ich hatte noch, ich weiß es noch, ich hatte den Mittwoch darauf dann ja auch noch meinen Livestream, wo ich dann einen Vulkanvortrag gemacht hatte. Vulkanvortrag, Mann, Islandvortrag. Und da dann schon so gesagt hatte, das war ja verrückt. Also wir haben sehr spontan dann beschlossen, dass wir was machen müssen. Irgendwie war das aber, ich glaube, wir haben das irgendwie beide irgendwie gelesen und gedacht,
Das wäre doch was, aber beide vielleicht erstmal nicht so ein bisschen getraut und gedacht, und Corona und Reisen und kostet ja auch Ja. Geld und soll man jetzt wirklich? Es war irgendwie ein komisches Gefühl. Ja, ich meine, ich glaube, vor 1,5 Jahren hätte man gar nicht gezögert und gedacht, wenn man Zeit gehabt hätte, dann fliege ich halt Ja, hin. jetzt aber war es ja wirklich mit vielen Hindernissen irgendwie. Ich hätte ja eigentlich Workshops gehabt. Also gerade jetzt die Zeit April hätte ich eigentlich jeden Tag fast einen Workshop. Ja, dadurch, dass bei mir ja alles Corona-bedingt ausgefallen ist, bei dir ist ja auch alles ausgefallen. Dadurch sind wir ja arbeitslos, kann man sagen. Nichts. Und da war es jetzt mal eine Ja. Möglichkeit, doch wieder da rauszukommen und was zu machen eigentlich, ne? Also auch zu arbeiten. Letztendlich sind wir ja hingefahren zum Arbeiten. Ja, es war ja jetzt kein Urlaub, wie man Ja. hier und da schon gehört hat. Ich meine, wir waren wirklich nur zum Arbeiten da. Die macht halt Spaß, die Arbeit. Ich meine, das ist ja schön, wenn man das sagen kann. Aber also die Idee war ja schnell da und dann haben wir bei Olympus noch kurz gefragt, ob die das nicht vielleicht unterstützen wollen. Wir hatten ja schon dieses naturgewaltige Light Painting, wo Vulkane gemalt hat, mit Olympus gemacht und gesagt, komm, wir machen Teil 2. Und ich glaube, die Antwort kam ziemlich schnell. Ja. Also es war irgendwie so, ich dachte, ich habe, glaube ich, dir gesagt, komm, ich frag Du hast, mal. Du glaube ich, so, ja, Montag mach mal. gefragt, Und ja. Mittwoch war die Antwort da. dann war die Antwort da und positiv, gleich angerufen. Du warst, glaube ich, in diesen Vorbereitungen für den Ja. Island-Vortrag. Und wir so, okay, jetzt dann fahren wir halt hin. Ja. Ich lese hier gerade noch so ein paar Fragen. Mal alle, die Fragen gestellt haben. Wir beantworten die gleich. Ich habe die mir ein bisschen mal gemerkt. Da kommen wir dann gleich noch hinzu. Also das sind ja eigentlich so die gleichen Fragen immer so ein bisschen. Ja, ich habe es ja auch. Ich denke, wir kommen dann, wenn wir zum Vulkan kommen, dann Genau, da gehen wir gehen doch wir alles gleich nochmal auf dann. drauf Genau. ein. Großes Problem und viele Fragen kamen dazu ja eigentlich immer, war das ist immer noch das Thema Corona. Mich haben da sehr viele Fragen erreicht. Wie ist das mit Quarantäne und. Im Quarantänetalk hatten wir ja schon drüber geredet, dass wenn man nicht geimpft ist und wenn man nicht Corona, also wenn man, nee, wie rum, man muss in Quarantäne, man muss aber nicht in Quarantäne, wenn man geimpft ist oder Corona hatte. So, ich hoffe, das war Das kann man verständlich. dann nachweisen durch irgendeinen Test, genau, Genau. ja. Und wir mussten vor der Reise einen Corona-Test ja schon machen. Das war, glaube ich, bis zu 48 Stunden vorher und da ging es ja schon los mit dem Abenteuer. Du hast ja losgelegt. Du warst ja der Erste mit dem wunderbaren. Ja, es waren sogar 72 Stunden und ich hatte schon irgendwie ein komisches Gefühl und war dann, glaube ich, auch ein paar 60 Stunden vorher schon gemacht, weil ich dachte, na, wenn das schief geht, habe ich vielleicht noch einen Plan B. Und das heißt dann eigentlich immer, du kriegst das Ergebnis nach 42, allerspätestens in Ausnahmefällen nach 36 Stunden. Also nach 24 Stunden war nichts da, nach 36 war nichts da. Dann habe ich da mal hingeschrieben, kam irgendwie keine Antwort, technische Störung. Ich habe einfach keinen erreicht. Bin dann sogar noch zum Testzentrum nach Frankfurt gefahren. Die schauten auf ihr Laptop, sagten, ja, wir können Ihnen das erstatten. Ja. Das war dann, ich glaube, keine 12 Stunden mehr vor Abflug. Zum Glück hatte ich vorher schon geschaut, ich wohne hier nahe am Flughafen von Frankfurt, da gibt es auch natürlich, ich glaube sogar zwei, drei Testzentren am Flughafen, wo man so Schnelltests machen kann, mit garantiertem Ergebnis innerhalb von 6 Stunden. Da bin ich also von dort wirklich direkt zum Flughafen, habe mein 6-Stunden-Ergebnis gemacht und das hat dann zum Glück funktioniert. Habe ich dir irgendwann geschrieben, der Dach hat gedacht, dein Ergebnis muss ja auch schon längst da sein, du sagst jetzt gleich, haha, ich habe meins schon. Hat nicht ganz funktioniert. Ich wurde ja direkt angerufen ja von dem Testzentrum. Und die haben mir dann gesagt, das sieht ein bisschen kritisch aus. Das Ergebnis sagt schwach positiv. Was auch immer schwach positiv heißt, konnte mir keiner sagen. Ich habe auch gefragt, ja, wie kann das sein? Ich habe ja nichts. Ich hatte ja auch keinen Kontakt. Ich wohne hier auf dem Land. Ich habe hier keinen Kontakt zu niemandem. Und dann meinte er ja dann so, ja, ich muss das nochmal prüfen, kann sein, dass es verunreinigt würde. Und das war ja wirklich den Tag vor dem Flug. Wir sind ja morgens, waren es immer halb 10, glaube ich, geflogen. Und Oder 10:30 Uhr Donnerstag sind mussten wir wir schon geflogen, irgendwie, genau. genau Donnerstag um 8 mussten wir schon am Flughafen Ja. sein oder 8:30 spätestens wegen Und Gedöns, ich ja. wollte Mittwoch ja zu dir fahren mit dem Auto. Also wir sind von Frankfurt geflogen, weil wir einen Direktflug haben wollten. Und halt nur einmal Flugzeug. Ich hatte keine Lust auch noch von Hamburg zu dir zu fliegen. Das ist mir alles zu viel Risiko. Deswegen auch nicht Bahn fahren und so. Das wollte ich einfach minimieren. Deswegen mit dem Auto fahren. Und der Labormensch sagte, ja, ich rufe sie zwischen 21 und 22 Uhr an. Gut, ja, was machst du denn jetzt? Irgendwie musste ja nach Frankfurt. Also schon hingefahren und dann echt auf dem Weg hin gewartet, gewartet. Ich hatte Headset im Ohr, alles. Er rief nicht an. Ne? Und dann habe ich keinen dort erreicht. Habe ihn versucht anzurufen, habe dort angerufen. Hier im Heidekreis habe ich bei mir versucht, beim DRK Soltau anzurufen, wo ich
den Test gemacht hatte, bin dann aber bei der Nummer dann in Thüringen gelandet, weil keine Ahnung warum. Und dann hat mir ja schon echt überlegt, ne? Ich war ja Mitternacht bei dir und dachten so, gut, dann müssen wir 5:30 aufstehen und nochmal einen Schnelltest machen am Flughafen. Und dann so kurz nach Mitternacht kam dann doch das Ergebnis negativ. Das war. Also, du hast, glaube ich, gerade gesagt, komm, wir fahren morgen um 5:30 dahin. Was sogar, glaube ich, gar nicht funktioniert hätte, ja. Weil wir hatten uns überlegt, wir machen das so, du machst den Test, hast nach spätestens 6 Stunden das Ergebnis. Das ist dann, bis wir landen. Das heißt, wäre dann Landung in Reykjavik, Handy anmachen und hoffen, dass das Ergebnis da ist. Beim Einsteigen haben sie den Test schon kontrolliert. Das hätte also, glaube ich, das wäre eine Harakiri-Nummer geworden. Also, das war echt ganz schön dolle kontrolliert. Ne? Also bevor wir losgeflogen sind, überhaupt in Frankfurt wurde kontrolliert, dann in Island, als wir angekommen sind, wurde kontrolliert. Dann musste man sich noch registrieren. Wer dahin will, muss sich halt bei Covid-IS registrieren. Genau, ich schreibe das mal ganz kurz in den Chat. Einfach genau, Covid-IS für alle, die das jetzt irgendwie wissen ich wollen. Ich mal eben schnell, wenn meine Maus jetzt hier nicht wieder abstürzen würde. Das ist immer lustig, meine Computermaus, die mag das nicht, wenn ich was anderes mache. Hier mal für euch alle einmal Covid-IS. Da gibt es alle Infos, alles, was man braucht. Eigentlich, um sich zu informieren, wie läuft das mit Corona ab in Island. Und da könnt ihr euch anmelden. Da gibt es auch eine App, da steht wirklich alles drauf. Einfach auf covid.is. Und dann ist man eigentlich schon schlauer. Vor allen Dingen ist da immer das Aktuelle. Es ändert sich ja immer wieder. Genau, also ihr braucht uns gar nicht fragen, weil bei uns ist es ja jetzt schon wieder 3 Wochen genau. her. Das ändert sich regelmäßig und es ist ja, ich glaube, am 1. Mai ändert sich das schon wieder mit der Quarantäne. Also, aber Covid-IS ist die Anlaufstelle und da, das ist einfach ganz einfaches Klicken. Gibt es auch auf Deutsch und Englisch und alle Sprachen und da kann man nicht viel falsch machen. Genau, da ist wirklich alles informiert. Und diesen Barcode, den man da gekriegt hatte, also in Island, Ergebnis zeigen, Barcode einscannen, Röhrchen kriegen, zur nächsten Station. Wie war das? Dann nochmal einen PCR-Test, dann nochmal den Barcode zeigen, nochmal den negativen Ergebnis zeigen und dann musste man denen auch noch sagen, wo man übernachtet. Mich haben sie noch gefragt, was ich denn mit dem Auto will, als ich sagte, dass wir ein Auto dort mieten. Ja, das war alles. Und dann nochmal rausgehen, ne? Da war ja noch die nächste Kontrolle. Wenn man rausgegangen ist durch die Schleuse, standen dann nochmal Polizisten da und haben nochmal kontrolliert. Genau, man hatte schon wieder alles weggepackt, weil ja. dachte, jetzt brauche ich den Zettel nicht mehr und dann musste man ihn doch wieder auspacken. Das war, aber ich meine, es ist ja gut, dass es so kontrolliert wird und es geht problemlos. Ja. Also das klingt jetzt sehr aufwendig, aber ich meine, das ist wirklich zackig und genug Schalter geöffnet. Und vor allen Dingen, was mir wirklich positiv aufgefallen ist, wie freundlich die alle waren. Also trotz, dass da ja viele Leute durch sind und der eine oder andere vielleicht nicht versteht, worum es geht. Und es hat auch nicht jeder registriert hat, genau. Aber da gab es einen Automaten, da konnte man das machen. Also das war jetzt wirklich perfekt und freundlich. Also sagen, da fühlte man sich jetzt nicht irgendwie, war halt so und war aber voll okay. Ja. Und die Ergebnisse haben wir dann per App bekommen, aufs Handy wurde das ja dann geschickt und ich glaube sogar als SMS wurde es auch noch geschickt. Und 5 Tage müssen wir in Quarantäne, wir sind beide ja nicht geimpft, wir sind ja beide, hatten kein Corona. Deswegen mussten wir 5 Tage in Quarantäne und am 5. Tag, und der erste Tag beginnt übrigens am nächsten Tag erst, also der Anreisetag, der ist Tag 0, der zählt nicht, habe ich auch schon öfter gesehen. Dummerweise. Ja, ja. Aber am 5. Tag kann man dann nochmal sich testen lassen und dann kriegt man das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden. Und wir hatten da ja echt Glück, dass wir das Ergebnis nach 4 Stunden hatten. Ich glaube 3,5. Also wir mussten irgendwie relativ früh in Reykjavik sein und sind dann irgendwie früh aufgestanden, dahin gefahren. Wir hatten ja 45 Minuten Autofahrt. Ja. 90 Sekunden hat man dann den Test in der Hinterhofgarage oder wie immer das war. Dann 45 das Minuten zurückgefahren. Spannend. Und dann haben wir gedacht, komm, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bestimmt irgendwie 7 Stunden oder sowas. Und haben es noch mal kurz hingelegt. So richtig schlafen konnten wir nicht, ein bisschen einfach gedöst, weil wir dachten, naja, vielleicht müssen wir nachts halt, hoffentlich können wir nachts raus und sind lang auf. Und nach 3,5 Stunden schreist du irgendwie aus, guck mal. Ja, das war ich irgendwie, wir wollten schlafen. Ich habe noch einen Film geguckt und dachte so, ach. Und das war dann, aber wir hatten auch wirklich Glück, dass wir beide gleichzeitig das Ergebnis bekommen haben. Hätte auch sein können, dass einer jetzt das bekommt, der andere nicht, aber ich hatte gleichzeitig die Message, beide negativ und mir so, zack, jetzt aber los. Genau, jetzt, damit waren wir frei offiziell und durften dann raus und. Genau, wir hatten dann noch 5 Tage, also wir haben, wann war das? Montag, den
Nee, Dienstag den Test gemacht, Dienstag war Dienstag der den Test Test, genau. und hatten dann halt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wo wir halt hin wollten zum Vulkan. Also wir wollten so viel wie möglich. Wir sind ja eigentlich nur wegen dem Vulkan dahin und haben das dann halt ausgekostet. Ne? Sind dann gleich hin mit Sack und Pack und den Weg da hoch gestapft. Ich kann da ja mal kurz zeigen. Also es wurde ja, ich wurde gefragt, wie ist das mit Parkplatz? Wie kann man denn da parken? Das ist der Parkplatz von dem Ganzen. Also die Isländer sind ja die verrücktesten überhaupt, ne? Die haben ja gleich so einen riesen Parkplatz herausgestampft. Wobei war ja, ich muss jetzt einmal sagen, zu dem Bild, das Bild ist am Samstag entstanden, den letzten Tag, als wir da waren, da war es ja wirklich richtig voll, ne? Aber da sind wir auch relativ spät erst hin. Ja. Also wir sind eigentlich normalerweise schon so gegen 5 oder so spätestens los, um einfach vor Ort Zeit zu haben, ein bisschen Location zu suchen. Und da wollten wir eigentlich nur mal Polarlicht machen und sind erst zum Sonnenuntergang hin. Und die meisten kommen wirklich zum Sonnenuntergang. Die gehen da mit am Beginn der blauen Stunde los. Man geht, auch die Frage kam ja häufig. Also wir haben eine Stunde 15 gebraucht. Ja. Bis zu 2 Stunden. Aktuell weiß ich es nicht. Ich weiß, der Weg A ist gesperrt. Es ist nur Weg B offen. Also auch das ändert sich. Also diese Aussage, die wir haben, galt für unseren Weg. Genau. Genau, du hast da noch mal kurz was, wo man sich informieren kann. Das haben wir auch dann irgendwie täglich Genau. gemacht. Vielleicht zeigst du Ja, das ganz hier. kurz. Da steht immer, ist der Vulkan offen? Was ist überhaupt erlaubt? Was ist möglich? Wie geht's? Auch ob man extra Kleidung braucht, wenn vielleicht schlechtes Wetter ist oder sowas. Eigentlich eine Tipptop-Seite, ne, wo wirklich immer wieder aktualisiert wurde und wir haben das echt mehrfach am Tag ja geprüft, diese Seite. Genau, also da jeder einfach gucken, wie gesagt, die Wege ändern sich auch, je nachdem, wie die Lava fließt, wie das Gas ist. Aber ich denke mal, also 1,5 Stunden einplanen, dann ist man wirklich direkt an der Eruption. Und aber das machen einfach viele. Also die Leute fahren mit dem Fahrrad auch dahin, wobei sie schieben ihr Fahrrad dahin. Es hat doch so Engstellen, da kann man nicht überholen und es ist viel Stein und Moos. Aber kann man machen, die joggen dahin. Man kann sich mit Hubschrauber hinfliegen lassen. Stimmt, aber dann darfst du nur eine halbe Stunde da sein. Weiß nicht, ob das so spannend ist. Irgendwie Ja, das. von dir flogen auch tagsüber. Also ich glaube, die ganze Tour ist eine Stunde. Also irgendwie 10 Minuten hinfliegen, dann hast du eine halbe, dreiviertel Stunde, 10 Minuten zurückfliegen. Ich Ja. habe den Preis nie kontrolliert, der dürfte ein Schweinepreis sein. Was man verstehen kann, ist, wenn man vielleicht irgendwie 3 Stunden hinlaufen muss, aber der Weg ist wirklich bis auf 2 Stellen, die ein bisschen steiler sind, aber ganz kurz steil, ist wirklich machbar. Wir haben da dreijährige Kinder gesehen, wir haben da Ü80 gesehen, die das gemacht haben. Das geht. Also da bin ich auch schon schlimmere Wege gelaufen. Halt die Steigung, die erste, die war schon knifflig. Die zweite war in Ordnung, aber die erste, die ist durch den leichten, durch diesen Sand halt aber auch, weil die sehr sandig ist, bisschen schwieriger gewesen, ne? Weil man schlecht treten konnte. Ja, schwierig wurde es auch, wenn es halt matschig war, Ja. weil dann war es einfach extrem rutschig und wenn es halt voll war, weil halt jeder hat ein anderes Tempo. Und aber da haben wir auch einmal was erlebt, das war etwas merkwürdig. Standen in so einem Stau, das war glaube ich sogar der erste Tag, hat Die natürlich ein Story. bisschen eiliger, wir wollten einfach hin. Und vor uns war so eine Familie, eigentlich, oder weiß gar nicht, ob das jetzt Kind mit Opa und Oma war oder mit Eltern. Und an einer Stelle ging es, dann haben wir die überholt. Aber das fanden die doof. Ja, Dann die haben dann uns wieder überholt, haben die ne? also nochmal richtig Gas gegeben, uns wiederholt und er hing dann hinter uns und hat dann irgendwann nochmal schnaufend überholt und dann wurden wieder schneller, wurden die auch wieder schneller. Also keine Ahnung. Ja, Also der Vulkan wir hatten könnte ja dann weg gedacht, sein, wenn man genau, der zuerst könnte dort weg ist. sein oder wir können ihn wegfotografieren oder die Lava mitnehmen. Da war also wirklich die große Gefahr, sodass man also aufpassen musste, dass wir nicht zuerst da sind. Waren natürlich noch an dem Tag, glaube ich, 1500 andere da. Ja. Aber sonst war das ganz gesittet da auf dem Weg. Also So, weil hier gerade nochmal die Frage kommt, wie die Seite heißt, ich blende sie nochmal ein. Da glaube, Safe steht es hier ist. safetravel.is. Da gibt es die ganzen Infos zu dem Weg, welcher Weg gemacht ist. Da gibt es die Wegpunkte, also die ganzen Karten gibt es dort. Da steht auch, was man sich, also wie man sich kleiden soll, welcher Wind ist, ob offen ist, ob gesperrt ist. Eigentlich steht da alles. Und Safe Travel kann man auch generell für Islandreisen empfehlen, weil das nicht nur für den Vulkan ist, sondern generell, wenn man in Island unterwegs ist, wie sind die Wetterverhältnisse? Also da steht halt wirklich alles, um
ja, sicher zu reisen. Ja, Weil gerade auch für die Straßen, gerade im Hochland ist es ja ja. so, dass die Hochlandstraßen mal gesperrt sind, mal offen sind, mal nur mit Allrad. Also genau, das ist, und da gibt es eine Unterrubrik zum Vulkan jetzt, wo man sich das alles anschauen kann. Also da waren wir auch irgendwie, da war Gast und haben geschaut und das hat auch wirklich auch super funktioniert. Genau. Ich sehe gerade, bald muss man da wahrscheinlich Eintritt zahlen. Glaube ich gar nicht. Eigentlich ist doch eigentlich alles in Island Ja, Wasserfest-Eintritt. eigentlich nicht. Also eigentlich habe ich da noch nichts erlebt, was so von den Sehenswürdigkeiten halt jetzt hier Eintritt kostet. Das denke ich nicht, dass die das machen werden. Die Das werden ist eher, werden sie abseits das ein eigentlich, bisschen oder? ausbauen, die werden eher ein Infozentrum hinbauen, wie man sie kennt. Und dann wird es da, keine Ahnung, alles was mit Lava und Vulkan in Verbindung ist, zu verkaufen geben. Also eine Fisch- und Chipsbude war schon dort. Also das haben sie ja schon gemacht auf dem Parkplatz. Ja. Nur hatten wir irgendwie davon nichts, weil als wir da waren, war das Wetter schlechter, da haben sie die abgebaut und dann erst wohl Und wir hatten sie als danach wieder hin. Orientierung nachts auf dem Parkplatz, wo unser Ja. Auto ist. Aber da fällt mir eine Frage von vorhin ein, die kam, glaube ich, ganz am Anfang, wie lange der Vulkan aktiv ist. Ich meine, das kann natürlich Ja. keiner sagen. Also die Vermutung ist, das ist ja eine Spalteneruption, die jetzt wohl nicht aus einer Magmakammer gespeist wird, sondern direkt aus dem Erdmantel, 17 Kilometer Tiefe. Und die Vermutung ist, dass das ganz, ganz lange geht. Also, Für aber Jahre teilweise sogar, ne? Die genau, es rechnen kann auch, wirklich. ich meine, Hawaii ist ja auch eigentlich daueraktiv mit Pausen. Es kann auch mal ausgehen, dann kann es wieder weiterkommen. Insofern, also bitte ins keiner festnageln und sagen, ich plane im Juli und dann uns Und irgendwie dann hier puff, ist ein, er aus, kurz dann vorher. puff, er ist aus. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass er noch lange aus ist und dass die Infrastruktur besser wird. Also der Weg am Anfang wurde schon planiert. Genau, als wir da waren, haben die ja schon am Weg gearbeitet, ja. Ich sehe gerade Bratwurst vom Lavastein. Das haben relativ viele gemacht. Die hatten ihre Marshmallows dabei, irgendwie Brotteig, Würstchen. Wurde Wovon aber eigentlich von abgeraten. abgeraten wird. Ja, also auch Hunde und Kinder sind eigentlich verboten, aber auch nicht alle Isländer können lesen. Aber wirklich sinnvollerweise verboten, weil das Gas nämlich schwerer ist als Sauerstoff und immer am Boden bleibt. Das heißt, wenn wir auf der Höhe unterwegs sind, ist das nicht so schlimm, aber gerade Hunde und kleine Kinder, die halt am Boden schnüffeln, die sind halt richtig im Gas drin. Deswegen macht es schon Sinn, die nicht mitzunehmen. Haben sich jetzt nicht alle dran gehalten. Wie gesagt, auch mit der Bratwurst. Also ich hatte den Eindruck, die Bergwacht ist relativ entspannt dort. Also da wurde jetzt auch keiner verjagt. Also einmal haben wir einen gesehen, der hat Ja. sich direkt die Lava rangestellt, die 3, 4 Meter aufgetunt war. Und direkt über ihm war so ein Riesenbrocken, der hätte jederzeit runterfallen können. Aber auch er wurde nur freundlich darauf hingewiesen, er möchte mal kurz nach oben gucken und vielleicht ein paar Schritte zurückgehen. Ansonsten, ja, Nee, könnte alles man. andere war super, ne? Ja. Nee. Auch mal zu der Größe. Ich hatte einmal die letzten Zahlen mal gelesen. Das Lavafeld ist aktuell wohl ein Quadratkilometer groß. Und ich hatte letztens eine Zahl gelesen, dass die Lava wohl eine durchschnittliche Dicke von 16 Meter mittlerweile hat. In diesem Tal. Das ist ja alles in so einem Tal drin Das ist ja jetzt, glaube ich, richtig weitergeflossen. irgendwie. Und auch da hatten wir eigentlich Glück, weil am ersten Tag, an dem wir da waren, wo diese neuen 3 bis 4 Kegel aufgegangen sind, ist die Lava wirklich noch überall hingeflossen und wirklich direkt bis an den Rand. Und wir hatten einen perfekten Blick auf das ganze Lavafeld. Als wir am nächsten Tag da waren, das war dann der Mittwoch, da hatte sich links und rechts schon ein großer Rand aufgeschoben. Das Das heißt, wir haben den war ordentlich. Lavafluss von der Seite gar nicht mehr gesehen. Und er hat sich immer höher geschoben. Also am Ende war das wirklich genau mehrere Meter hoch und die Lava purzelt dann runter, aber nicht mehr das, was man jetzt auf den ein paar Bilder hast du ja auch vorbereitet, so sieht, dass sie wirklich ganz flach am Boden entlang geflossen ist. Genau. Das ist auch das, was auch da, wenn Fragen kommen, wie schaut das aus? Ein Kollege Martin Engelmann ist gerade da. Die berichtet eben, Lavaweg A geht gar nicht und B, also das sieht jeden Tag anders aus. Also man kann selbst sagen, heute ist es so und du möchtest das fotografieren und kommst hin und darfst vielleicht nicht mehr hin oder das sieht komplett anders aus. Also da hilft eigentlich nur hingehen und schauen. Ja, das hat sich ja selbst bei uns immens verändert, von Tag zu Tag. Das ist ja, selbst als man da war, hat sich das so schnell verändert. Und ich würde jetzt einfach mal ein Video zeigen vom Hinweg. Ich habe da mal was Kurzes zusammengeschnibbelt. Ich hoffe, das funktioniert mit der Übertragungsrate. Einfach mal, dass ihr ein paar Eindrücke Also habt, die wie Rückstrecke war sind das? 15 bis 16 Kilo, glaube ich, locker schwer. Also die haben wir ja schon. Oh, Das das war Originalvideo ordentlich. hat auch Ton mit. Oh.
Ja, ich habe den Ton jetzt hier ausgemacht von dem ganzen Ding. Also da seht ihr die erste Anhöhe, den ersten Anstieg auch. Das war schon Untergrund, ordentlich mit diesem ganzen genau. Sand. Das loser Sand ist, der halt wirklich total matschig wird, wenn es dann geregnet hat. Und die Leute, da sieht man meine Matschstelle, so sah es teilweise auch aus, mit der 1000 Leute gehen. Ja, dann sind wir eigentlich schon da. Oder sieht man schon, die Bergwacht passt schon gleich auf, Genau. wer da alles kommt. Und wirklich festes Schuhwerk kann man nur raten. Manche sind da echt mit Turnschuhen lang gelaufen, mit weißen Sneakern. Den hätte ich gerne auf dem Rückweg wieder gesehen. Und diese Stöcke, du hattest ja zwei Stöcke mit, da habe ich mir Trekking Stock. eingenommen, die waren tipptopp. Genau. Also ein Trekkingstock reicht echt, aber den sollte man, der macht man es leichter rauf, aber auch runter. Weil wenn man dann bislang da ist und im Dunkeln runtergeht, in der Stirnlampe und siehst es nicht so und dann ist es extrem rutschig, da ist so ein Stock einfach extrem hilfreich und ja, hilft einfach bei der sicher hin und zurückkommen. Auch wenn da die Bergwacht bei schlechten Bedingungen wirklich auch top unterwegs ist und den Weg teilweise Ja, ausleuchtet und einer aufpasst. saß auf dem Rückweg an diesem steilen Hang und hat den ganzen Abend anscheinend mit seiner Stirnlampe den Hang ausgeleuchtet. Auch cool. Ja, vor allem, es war doch ein richtig fieser Abend. Da hatten wir Ja. doch, glaube ich, die 60, 70 km/h Wind. Also es war wirklich auch kalt und nicht angenehm. Und der saß da, hat das ausgeleuchtet. Also so viel auch zu der Frage mit dem Eintrittspreis. Ich glaube, die Isländer sehen das wirklich als Touristenattraktion, als Möglichkeit. Und die machen eigentlich alles möglich, dass man da so unbeschwert wie möglich reisen kann und machen jetzt kein Geld mit den Attraktionen, sondern natürlich, dass man im Kanal übernachtet, Agenturen bucht und das Ganze. Also Genau. das ist wirklich, also für alle, die es wirklich vorhaben, auch spontan, ich habe vorhin jetzt im Chat nebenbei gelesen, also in den Mai hinein bleiben wohl die ganzen Quarantänebedingungen, wie wir sie hatten noch, das wird vielleicht erst zum Juni geändert. Aber wie gesagt, wer geimpft ist oder Corona hatte, der kommt problemlos rein. Und ansonsten, ich sag mal, die 5 Tage, die gehen auch letztendlich rum, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich ein bisschen Arbeit mit. Und man darf in der Quarantäne auch raus. Also man Ja, kann spazieren spazieren gehen. gehen. Da wurden wir auch öfter mal drauf angesprochen. Ne? Also hatte ich gesehen, dass wir Kommentare bekommen hatten, wenn wir was gepostet haben. Wir hatten ja bei uns so einen schönen Strand. Wir waren ja in Eyrarbakki. Und Genau. da hat man einen wunderbaren schwarzen Strand, wo wir zu Anfang ja noch echt noch so Eis dran hatten. Also wir hatten unseren eigenen Diamond Beach. Das war Ich habe den echt. so Baby Diamond Beach, kann man den fast nennen, Ja, oder? das So. war schön. 2 Tage hatten wir Das so war ein wirklich bisschen schön, Eis, ja. das war cool. Also spazieren gehen kann man. Die rufen mir sogar an. Also du wurdest angerufen. Mich haben sie irgendwie nicht angerufen, warum auch immer. Aber Aber einmal sogar samstags ja. einfach, ja, hallo und wo ich bin und mit wem ich zusammen bin und ob ich meinen Termin schon für den zweiten Test bekommen hätte und aber auch total freundlich, total nett. Also das, sag mal, von anderen haben wir gehört, die wurden zweimal sogar angerufen. Man muss ja auch so eine Tracking-App da installieren. Ich weiß nicht, Rangnick C19. Also Ja, steht findet auch man auch auf bei der Covid-ES, ja. QS-Seite. Die muss man runterladen, über die gibt es Informationen und da tracken die einen. Also was man wirklich nicht machen sollte, ist wirklich raus aus der Quarantäne. Also ich glaube, die Strafen sind eigentlich gar nicht so hoch. Nur die wollten sie jetzt erhöhen. Aber ich meine, das muss man ja nicht machen. Also wenn man das weiß, es wurden, glaube ich, sogar positiv Touristen am Vulkan erwischt. Und also da kann man wirklich nur jedem sagen, die 5 Tage gehen halt rum und da Wenn wirklich man dran halten. Internet hat, Netflix hat oder wir haben halt gearbeitet die Zeit, wobei irgendwann am vierten, fünften Tag war dann Quarantäne. Willst du noch was Produktives machen? Oh nee, und dann haben wir eigentlich. Saßen wir echt ziemlich lustlos an unserem Schreibtisch da oder dem Esstisch und an dem Laptop und haben so ein bisschen vor uns hingetippt und nicht. Aber Gott, am Ende ging es dann doch schneller rum, als man gedacht hat. Ja, und man denkt, 5 Tage Ja. nichts tun, aber Es hat funktioniert. passte schon. Außer, dass wir am Ende keine Spaghetti mehr sehen konnten, weil wir hatten uns ja eingedeckt mit ordentlich Spaghetti und halt wirklich so einfachen Essen erstmal. Ja, 5 Tage Spaghetti hintereinander war schon ein bisschen doll. Dem auch der leckere Rotwein ausgegangen war. Da verweisen wir einfach mal auf den ersten Talk, da berichten wir darüber. Aber gut, wir durften ja dann irgendwann auch raus und sogar uns ein paar Vulkanbierchen dann auch kaufen. Also Genau. wie gesagt, das passt schon. Ja. Ich würde mal ein paar Making-of-Bilder jetzt einfach mal einblenden. Einfach mal so ein paar Eindrücke. Wie war das vor Ort? Hier sieht man halt ganz gut auch, wie nah kann man ran an das Ganze. Wie flach die Lava noch war. Wie gesagt, also nicht Ja. erwarten, wenn ihr jetzt hinfahrt, dass es da so ausschaut, dass aber man sieht im Hintergrund sogar noch ganz leicht da hinten so ein bisschen die Fontänen Genau, spritzen. der neue Krater, der hat sich ja an dem Tag gerade neu gebildet dort, ja. Und auch da ist wirklich erstaunlich. Wir kamen an, da war der noch ganz klein, gerade erst aus dem Boden eigentlich entstanden, die Spalte geöffnet.
Und da sieht man es auch, die Lava da hinten, das ist der neue und das ist wirklich die Hitzetoleranz. Man muss halt immer berücksichtigen auch, Hitze steigt auf. Das heißt, wenn man auf dem Boden krabbeln würde, kommt man näher ran. Ich habe dann immer manchmal mich rangearbeitet und dann die Kamera war ein bisschen höher gehalten, um noch ein bisschen anderen Blickwinkel zu haben. Das war dann blöd, sind mir die Hand verbrannt. Aber alles das, was man da sieht, das war am nächsten Tag dann wirklich ein schwarzer Wall und da hat man diesen Blick gar nicht mehr gehabt. Das war unterschiedlich. Ich sehe gerade hier noch ein paar Fragen. Erstmal, Bianca, nein, mein Buch habe ich nicht fertig. Ich habe einen Tag an dem Buch geschrieben, aber irgendwann war die Motivation in der Quarantäne echt dahin. Ich sehe hier noch eine andere mit nachts. Das hat man ganz vergessen, den Vulkan. Wann bis 21 Uhr stand bei Safe Travel, als wir da waren, konnten wir hin. Und ab 23 Uhr fingen sie an zu räumen und 24 Uhr haben sie wirklich alle weggeschickt dort. Also bis 24 Uhr hatten wir Zeit und im Dunkeln war es natürlich auch sehr eindrucksvoll, weil es dann echt alles gestrahlt hat. Aber das werden wir nachher nochmal sehen. Wobei ganz kurz auch dazu, also da muss man auch trennen zwischen sehen und fotografisch. Ja. Also die Lava dort ist extrem hell und wenn das ganze Lavafeld leuchtet, ist es in der Nacht, kann man eigentlich nicht fotografieren. Also es ist eigentlich am saubersten zur hellen Dämmerung, weil dann die Lava noch nicht auffrisst. Aber zum Beispiel vom Visuellen her ist es eigentlich so zur blauen Stunde, weil dann leuchtet das schon richtig. Also dann steht man da und merkt, wie plötzlich die Lava von einer auf die andere Sekunde so richtig zu glühen und leuchten anfängt. Man hat immer noch den Himmel und die Zeichnung. Aber natürlich auch in der Nacht, wenn das ganze Ding da brennt, Aber das war auch Wahnsinn gewesen. das ist schwer zu sagen. Also das ist, da hätte man ja, glaube ich, auch einfach nur stehen können, 4 Stunden alles durchgucken dann. Genau. Ganz kurze Frage sehe ich hier noch zu, das Essen in Ja. Ayrabaki gekauft. Nein, wir waren in Selfos. Man muss das vorher online, ich glaube Netto IS kann man Ja, da gucken. gibt es ja Da muss man mehrere, sich entweder, so also gibt es ja diese ganzen großen Ketten wie hier. Einmal online seinen Ort aussuchen und das Essen dann einmal zusammenstellen, vorher bezahlen und darf auf dem Weg in die Quarantäne dann einmal das Essen abholen. Während der Quarantäne darf man nicht raus Und auch und nicht danach Auto dann. fahren, nicht einkaufen gehen, das darf man alles nicht. Also einmal wirklich Großeinkauf machen und hoffen, dass der Supermarkt auch alles einpackt, was man gekauft hat. Klappt auch Genau. nicht immer. Nee, da hat man auch immer echt ein bisschen Pech. Hier einfach nochmal so, ich habe einfach ein paar Bilder reingepackt, mal so ein paar Making-of-Geschichten. Also da sieht man, dass wir halt wirklich auch nah mal dran waren. Es waren viele Leute ja dort, aber ich fand, das hat sich gut verteilt. Das hat sich echt so auf diese ganze Fläche schön verteilt von den Menschen. Und die meisten waren ja letztendlich dort zum Gucken. Ich Genau, glaube. das Einzige, was aufgefallen ist, ist immer, wenn wir irgendwo ein Stativ aufgebaut haben, Ja. nach 5 Minuten standen 10 Leute neben uns und nach 10 Minuten standen dann 25 neben Aber uns. Dann das hast hattest du in du noch, Deutschland auch. ja, Das ist das das war gleiche aber da auch. Phänomen. Bau dich mal, ich habe das in Hamburg gehabt, bau dich irgendwo mit einem Stativ auf. Und dann kommen sie alle an, fährt hier gleich ein Schiff rein, kommt hier gleich das, ist hier gleich ein Feuerwerk, so. Und dann sind sie alle um dich herum, ne? So ist das ja da genauso. Aber es ging, und sag mal, wir beide sind so ein bisschen Ja. hitzetoleranter, dann kamen wir ja schon noch ein bisschen näher ran als die anderen. Natürlich schaut man auch, wenn jemand da fotografiert, wo wir ehrlich sind, wobei wir vielleicht ein bisschen weniger Rücksicht genommen haben, wenn irgendeiner stundenlang sein Handy draufgehalten hat, dann haben wir gesagt, jetzt ist mal gut, jetzt fotografieren wir mal eine Runde. Aber das hat sich eigentlich alles verteilt, War verlaufen und gerade in tipptopp. den Tagen war so viel los an so vielen Stellen. Man sieht auf den Bildern auch, man, es war ja eigentlich voll. Und trotzdem Ja. hat man es geschafft, auch solche Aufnahmen zu machen. Genau, ich habe mal eine Aufnahme von weiter hinten, wie es ungefähr so aussah. Da sieht man mal so ein bisschen die ganzen Menschen. Also es hat sich halt wirklich super verteilt, weil letztendlich die meisten dann auch auf so einem Hang dort waren, auf so einem Hügel. Und dann eigentlich alle nur da saßen, was gegessen, getrunken haben, Chips gegessen und war wie Fernsehen für die. Das war irgendwie wirklich Party. Alle ganz unterschiedlichen Gruppen, einzeln, wie gesagt, mit dem Fahrrad. Aber die meisten waren wirklich da zum Picknick machen eigentlich. Ja, War so der und Eindruck. Also die richtigen Fotografen waren wirklich deutlich weniger, also wirklich die so also richtig fotografiert haben. Man erkennt das ja dann doch immer. Sehr viele Drohnen waren dort. ja, Das das war war das sehr Einzige. nervig. Also das war, genau. Also Das nochmal zu der Frage, wie nah man rankam. ja, ich finde das Bild auch super. Meine kleine Filmkamera, ich hatte so ein kleines Rollei-Mini-Stativ und habe die immer ganz vorne hingepackt und habe gesagt, komm, jetzt muss sie filmen, jetzt soll sie das mal aufnehmen und dann im letzten Moment so weggezogen. Nein, das Objektiv ist nicht geschmolzen, die Kamera ist nicht geschmolzen, war schön warm, aber es ist nichts passiert. Also ich Aber habe ich war dann. mit der Hand ungefähr ähnlich nah dran Ja. oder sowas, dann ging gerade noch. Also ich meine, man kann jetzt nicht lange dann die Hand hinhalten, dann hat man kurz Irgendwann ist zurückgezogen. echt heiß dort.
die nächsten Bilder. Ich meine, irgendwann hat man wirklich das Gefühl, nee, wenn ich jetzt noch eine halbe Sekunde bleibe, dann platzt mir die Haut ab. Aber man kann ja kurz zurück und dann wieder hin. Also, aber das finde ich auch eines meiner Lieblingsbilder, so ein bisschen zu zeigen, wie nah man dran kam. Und was immer ganz nett war, da ist ja so ein bisschen Moos und Gras und das fing dann mal an zu brennen auch noch. Also die Lava hat sich geschoben und das fast eigentlich alles aufgefressen und überschoben. Und dann hat vorne noch so ein paar Flammen vorne weggeschoben. Das war eigentlich, im Hintergrund sieht man die Krater, wie sie alle da feuern und ein bisschen. Genau, Aber das. das, genau, das zu der Frage, wie nah kommt man ran? Ja, ich habe dann auch mal mein Stativ noch ein bisschen näher rangestellt. Also, na, da erkennt man es nicht so ganz. Da ist die Mittelsäule, ich glaube, auf den. Ja, Komm, gib zu, du wolltest dieses eine Bild nachstellen, wo das Stativ ja, brennt, ich oder? dachte, komm, stell die ist mal richtig so rein in die Lava. Aber na, ich wollte jetzt nicht das schöne Stativ da abfackeln. Ein schönes Bild wäre es geworden, oder? Aber also, es war schon in Ordnung. Also, man konnte ja wirklich direkt ran und. Was war das? 1700 Grad hat die Lava, wenn sie aus dem Vulkan kommt Nee, und vorne. 1200. Wie viel? 1200. 1200. 1200. Und Ich vorne schätze dann, mal, ja. ich meine, wir wurden ja oft gefragt, wir haben nicht gemessen, es haben dort Kollegen gemessen, irgendwie haben wir vergessen zu fragen. Eigentlich, wir hätten ja Ja, und fragen was für ein können, wie heiß Thermometer willst du mitnehmen da? Ja. die. Ja, für uns kann man ja keins nehmen, aber ich schätze mal, 400 Grad hat die locker noch, wenn die da an der Oberfläche ist. Also Also das. jede Feuertonne war ein Witz dagegen. Oder Backofen ist auch kühl dagegen. Ja, Ja, da ja. kann man nehmen Aber es dran. war ja auch unterschiedlich. Also so wie die Lava jetzt hier auf dem Bild ist, war es warm, aber nicht ganz so warm. Und wenn ich jetzt hier gucke, also da, wo es halt wirklich so flüssig war, da war es dann schon deutlich heißer. Also je nachdem, wie sie ankam, in welchem Zustand. Und es ist ja auch sehr schnell eigentlich wieder abgekühlt. Also das ist, aber auch dann roch es wieder auf, kam wieder. Also, aber da sieht man da schon, das ist jetzt, glaube ich, am dritten Tag, da war die Lava wirklich schon ewig weitergeflossen über den Weg, den wir am ersten Tag noch richtig Platz hatten. Also da, wo die Lava ist, standen wir am Anfang noch. Und da sieht man aber schon, wie hoch sich das aufgeschoben hatte. Also wirklich den Wall und der Lavafluss war eigentlich nur noch vom Hügel aus zu sehen und gar nicht mehr aus der Perspektive. Genau, das Ich glaube, da war. durften wir auch gar nicht mehr hin, an dem Tag. Oder war das der zweite Nee, Tag? das hier ist Am noch am zweiten? zweiten Tag. Am Am dritten Tag, zweiten. da war dann. Am dritten Tag war schon gesperrt, weil die Genau. Lava rüber ist und wegen dem Gas konnte man dann schon gar nicht mehr hin. Aber da war es knapp, dass wir zurückkommen. Also als Ja. wir ankamen, war die Lava schon sehr nah am Weg und wir hatten schon überlegt, nicht, dass wir irgendwann den Platz räumen, weil wir nicht mehr zurückkommen dann. Ja, das war da wirklich schon sehr, sehr, sehr heikel. Ich habe hier mal noch ein Making-of-Video. Schauen wir mal, dass das funktioniert, um einfach mal so ein paar Eindrücke für euch zu vermitteln. Ja, wir beide beim Drohne steuern. Der eine guckt in die Richtung, der andere in die Richtung. Ich finde die Videosequenz einfach genial. Du Du warst fliegst eben mir auf diesen. Dauer in mein Bild, glaube ich, Du dass wir brauchen warst nochmal mal in meinem irgendwie. Bild. Ja. Und hier einfach mal wirklich wir so ein bisschen in Action bei dem Ganzen. Also man sieht es, ich habe halt immer eine Kamera hingestellt, schnell, dann mit der anderen fotografiert. Immer so schnell im Wechsel halt alles Mögliche ausprobiert, dass man wirklich ganz, Ja, ganz sieht man ein schnell. bisschen nochmal, genau, Schutz, bisschen schützen, näher ran, kurz Ja. dran und dann, da kann man näher dran, da war die Lava schon ein bisschen abgekühlt. Genau. Aber da sieht man auch die Flüsse schön, die wir wirklich noch richtig hatten. Da ist es eigentlich so mein Lieblingsbild, so ein bisschen Making of. Die beiden Krater feuern und direkt vor uns der Fluss. Und kommt gerade die Frage, wie es riecht nach Schwefel? Nee, nach Schwefel eigentlich nicht. Es roch teilweise nach Gas. Und da sieht man wirklich kurz Ja, dran, das. mal kurz weg. Das hat echt gebrannt, weil noch Feuer das Ganze war. Schnell zurück, brav wieder ein paar Bilder machen. Oh, Also es roch nach das diversen geht noch ersten rüber. Jahren, sowas dann. Genau, Mit ja, Geruch also. kann ich nochmal. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt, aber mich hat es sehr stark erinnert. Ich kenne das halt von meinem früheren Job mit her. Schmiedekohle. Mich hat es sehr an den Geruch von Schmiedekohle an der Esse, wenn man da so steht. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal geschmiedet hat oder so. Und wenn man halt wirklich diese Schmiedekohle, das ist das so eine ganz harte Steinkohle, wenn man die anzündet und das so richtig brennt, so richtig an der Esse, also es roch wirklich so, als könnte man sofort sein Eisen, hätte man, ey, das wäre geil. Ja, Da sein Metall genau. schmieden im Dings, Thors Hammer da drinne schmieden, das wäre doch verdammt. Wir müssen noch mal Wir hin. fahren mal hin. Der ist ja noch ein bisschen länger Ja, aktiv. wie Ja, cool uns kommt denn fallen noch ein das, paar ey? Ideen. Du baust da deinen Ja. Amboss auf, legst dann Eisen rein und schmiedest dann dein Messer in der Lava geschmiedet. Verdammt, das ist jetzt ein. Oh, ihr Von habt da könnten nichts wir doch gehört. eigentlich, guck mal, für die Island-Ponys könnten wir da die Hufeisen gleich machen. Und so Ja. eine Hufeisen-Online oder so ein Drive-in-Hufeisenbeschlag. Ja, verdammt, ey. Warum fällt mir das jetzt erst wieder ein? Das ist Doof doch. eigentlich, ja. Ach, ich glaube, wir sollten noch ein bisschen drüber nachdenken, dann kommen wir gleich eine Geschäftsidee, was wie wir uns vielleicht bis Herbst über Genau. Wasser halten. Komm, coole So, Idee. wo wir hier gerade nochmal sind, ich hau nochmal kurz ein paar Fragen von vorhin mit rein.
Das hatten wir ja schon. War es gefährlich? Gefährlich werden wir gleich nochmal beantworten, ja. Na klar, kann da immer was passieren, vor allen Dingen, als wir sehr nah am Vulkan waren, da hätte schnell was passieren können. Aber wie gesagt, die Bergwacht war immer da und wir haben auch alles beobachtet, die Ja. Leute beobachtet. Wir hatten auch Masken dabei. Ich glaube, vorhin war eine Frage, ob eine Maske Pflicht ist. Eine Genau, die Pflicht wollte ist ich es auch nicht. gerade, ja. Also die Bergwacht kommt ja auch immer und vertreibt einen, aber ich meine, es hilft eigentlich ab und an. Wenn man vielleicht doch länger an der einen Stelle stehen will, ist es einfach ein bisschen gesünder. Also ich würde sie einfach mitnehmen, wenn man eine hat und oder länger Ja. sich dort aufhalten will. Und zum Thema Gefährlichkeit, soll ich das mal zeigen? Ja, komm, zeig Was mal. passieren kann, hier einfach mal, achtet mal, es geht gleich Zwischen ins uns, zwischen zwischen uns. uns. Es geht gleich ins Slow-Mo. Ich hatte die Kamera hinter uns aufgebaut, dass sie uns Man muss beim. manchmal Glück haben, eigentlich beim Film, oder? Einfach mal ein bisschen Ja, Making-of und machen jetzt, wollen. jetzt kommt's, genau, jetzt Jetzt kommt. kommt, glaube Ups, ich. da Boom. der Brocken, der Brocken, der wirklich direkt vor uns eingeschlagen ist, der kam direkt aus dem Krater raus. Also wir waren da halt neben dem Krater und der flog halt irgendwie auf einmal weiter als alle anderen. Das war wirklich der Einzige. Wir hatten ja vorher schon geschaut, wie weit fließt das. Und das passt. Einer hat es dann doch ein bisschen länger gemacht. Ich finde das Originalvideo, wir machen noch ein richtiges Making-of-Video, wird noch veröffentlicht. Ich Ja. finde den satten Ton so genial, wenn das so richtig buff vor uns macht. Das war schon Wir sind verrückt. dann, glaube ich, auch ein bisschen später auch ein Stück weit zurück. Aber wir haben auch immer schon geschaut. Und also das sieht sicherlich gefährlicher aus, aber der eine war schon. Und ob den natürlich dann auf, gleich auf Film zu erwischen, das ist natürlich. Das, also wir sind danach auch dann doch zurückgegangen, weil das ist zu gefährlich, weil der von der Aktivität ja mal unterschiedlich war und nicht. Also so ein Ding wollte ich jetzt nicht abkriegen, so ein Lavabrocken. Wobei erschlagen vom Lavabrocken, das ist natürlich auch mal wieder so eine Story. Aber ich sehe gerade vom Dennis wie beim Blitzeinschlag. Also ich meine, so ein Video mal, wie der Blitz so nah bei ihm einschlägt, das fehlt noch hier. Das wäre eigentlich eine Aufgabe für den Dennis für seine nächste Tour. Dann können wir noch mal so richtig Blitz und Lavabombe nebenein und ein Ja, also. kleines Danger Seeker Video machen. Ja, also man, wenn man nicht aufgepasst hat, dann passiert natürlich was, ne? Also die haben jetzt nicht darauf geachtet, weil du konntest natürlich so nah ja auch ran, wie du wolltest. Die können ja nicht überall sein, das ist halt schon ein eigenes Risiko letztendlich. Selber einschätzen. Ich meine, das ist, man hätte es anfassen können, die glühende Lava. Manche sind ja darauf rumgeturnt. Viele hatten irgendwie ihre Beschäftigung, Steine reinzuwerfen. Ich weiß auch nicht, warum schmeißt man Steine in Lava rein? Ich glaube, die wollten gucken, ob sie bricht und darunter was Ja. Heißes rausquillt. Aber das war nervig. Du warst am Fotografieren und als hat irgendwer irgendwo einen Stein dahin geworfen. Also, Total. Aber eine lustige Story ist, ich habe von einem gelesen, er hat wohl sein Bier dort reingeworfen und hat dann eine Anzeige wegen Umweltverschmutzung bekommen. stimmt. Ja, genau. Irgend so eine Bierdose oder Bierflasche oder ja, das finde ich aber in Ordnung da. Vielleicht mal eine ganz kurze Frage. Ich sehe gerade, jetzt haben zwei schon irgendwie geschrieben, es würde ein bisschen haken, die Übertragung. Ja, ich habe ja auch gerade eine Warnmeldung jetzt aktuell bei mir. Ich muss hier mal gerade rüber gucken. Weil bei mir sieht es eigentlich ganz ordentlich aus hier. Ich habe jetzt hier keine. Ich gucke gerade direkt auch mal auf YouTube. Ja. Dann kann ich mal kurz die Frage beantworten. Wir hatten wirklich Atemschutzmasken dabei, von Engelmann, Engelbert und Strauß. Wenn man ein bisschen surft oder so oder gucken, da findet man die, also mit extra Filtern. Die hatten wir auf jeden Fall dabei. Ich glaube, es gibt auch ein, zwei Bilder. Wo Olaf die auf hat, das sollte man, ich meine, ich Genau. habe die eh immer bei meinen Vulkanen sowieso dabei, weil selbst wenn das nicht unbedingt extrem giftig oder gleich tödlich ist, dann hat es doch einen sehr, sehr fiesen Husten manchmal. Und ich weiß noch, in Indonesien war ich mal im Karaijin und habe die Maske zu spät aufgesetzt und ich hatte echt noch 3 Tage lang Husten. Also das ist dann so ganz fies und gesund ist es sicherlich auch nicht, was man da einatmet. Also da macht Nee. es Aber es ging ja immer. Wir hatten immer sehr viel Wind und nur an dieser einen Stelle, wo ich sie dann auch aufgesetzt hatte, da war ja wirklich sehr dolle, dass man dieses Gasige gemerkt hatte und auch so hat man es auch dieses gerochen dann, Reizende. dass jetzt irgendwas ist. Genau, Genau, ja. deswegen habe ich sie dann auch aufgesetzt, weil es einfach, ja, wie du sagtest, es hat schon ganz schön die Atemwege halt auch gereizt einfach. Deswegen wollte ich darauf nochmal sicher gehen. Wenn gerade mit Jupiter, aber nee, gut, manche Ich schreiben, sehe ich soll gerade, das es in kommen Ordnung. lauter Meldungen, dass alles gut ist dann ist, Ja, ja. das ist meine. Ländliche Glasfaserleitung, die ist nicht so ganz so schnell leider. Aber es sollte funktionieren. Ich würde mal sagen, wir machen mal ein paar coole Bilder. Ich zeige einfach mal ein paar Beauty-Shots, die wir so gemacht haben. Das sind Bilder von Adrian und von mir. Also ich habe das einfach gemixt hier in dem Ordner.
Und einfach mal so ein bisschen, damit ihr ein bisschen sehen könnt, wie unterschiedlich das war und von den Eindrücken her. Also es war schon, ich fand es einfach genial. Also, ne? Du hast ja auch gerne so diese klassischen Shots direkt drauf gemacht, dass man wirklich mal die Lava nur gesehen hat. Und dieser Kontrast, dieses Schwarz und dieses Rot, Ja, das gerade war dieses irre. Glühen dann rauszukriegen. Ich meine, das ist natürlich auf dem Foto immer nur Ah, so das wollte ich gar nicht suboptimal, erzählen. aber genau Das wie hier, die das finde ich so Lavafontänen richtig. rausströmen oder das hier, da sieht man die Hitze flimmern da hinten und die Lava drin glühen. Also da kann man, glaube ich, die 400 Grad richtig spüren auf dem Foto. Und das war halt ein Traum, dass man so nah dran kommt. Ja. Und ich meine, normal kenne ich Vulkanfotografie mit dem Tele und da wirklich mit 7 mm direkt dran. Also das dann auch da. Du hast die Lava im Vordergrund, im Hintergrund die Kegel. Also das Also war schöner wirklich, man ging es wusste. eigentlich gar nicht. Ne? Und vor allen Dingen, es hat ja gespritzt ohne Ende da. Also ich weiß nicht, wie hoch das war, das kann man schlecht schätzen. Auch wie hoch die Vulkane selber waren, diese Krater, ich kann das nicht, kann das eigentlich gar nicht. Ja, aber das mehr als 30 bis 50 Meter waren das definitiv Ja. nicht, denke ich mal, überhaupt. Also das ist dann. Die Krater waren ja noch relativ jung, um die wir uns da gekümmert haben. Es gab ja diesen einen Hauptkrater, wie hieß der? Bob nennt man den. Der war schon recht hoch, aber also ich kann das echt einen Meter nicht schätzen. Schwer zu sagen. Und ich meine, der war ja gerade ganz neu, da sieht man es. Aber auch da ist die Lava vielleicht paar 20 Meter, wirklich eigentlich nur nach oben. Also das ist so eins meiner Lieblingsshots, so ein bisschen mit auch. Das ist einfach, ja, so recht dieses Glühen, da ein bisschen Video kommt ja nachher auch noch kurz. Oder ihr guckt dann bei uns, können wir vielleicht mal ganz kurz Werbung machen. Also auf rotfelder.de gibt es schon ein paar mehr Bilder. Auf deiner Seite kommen was oder auf YouTube. Kommt Du noch hast ja was? schon Ich habe Trailer schon ein online. Video online gestellt, Genau, mein das kann Video man ist sich bei angucken. 50%. Und wenn man das nochmal in Video sieht, wie das da raus, ja, spritzt und wabert, das ist ja Das ist, unglaublich, ja. ja, es ist einfach beeindruckend. Auch so diese ganzen Kontraste und das fliegt in alle Richtungen und immer mal unterschiedlich. Das fand ich so genial und ich habe mir ja auch mal hier so einen Spaß gemacht, mit Live-Comp mal ein bisschen länger gemacht, mit so einem Rand und so. Das war eigentlich auch ganz witzig, ne? Wo man so Live-Comp mal einsetzen konnte. Ich fand es ganz interessant, der Effekt. Also Olympus Live-Comp, einfach ein internes Composing, also Composite, also Live-Composite gemacht. Und der hat eine Mehrfachbelichtung gemacht. Ich habe das so auf 0,5 Sekunden gesetzt. Die Effekte waren echt interessant, die da so rausgekommen sind. Finde ich, ist alles so klein bei mir, die Ansichten. Das ist schwierig. Das ist, glaube ich, auch noch eine ganz kurze Ansicht. Ich habe die immer mal gestartet und dann schnell wieder beendet, damit es nicht zu viel wird. Und Damit man es halt noch ein bisschen erkennt, mehr so den explosiven Charakter. Ja, aber überall genau. glüht es auch wirklich. Und ihr seht da, genau hinten haben wir über den Krater, den wir gesprochen haben, das ist der erste. Ja, wirklich schwer zu sagen, aber wie gesagt, das sind keine 50 Meter hoch, glaube ich, oder sowas dann. Also, Also ich bin da ganz schlecht im Schätzen. Das war, also man hat ja keine Anhaltspunkte so richtig. Also es war ja alles in einem Kessel, es war sehr uneben alles. Das war wirklich, ich fand es sehr, sehr, Wobei wir sehr, waren auf sehr dem einen schwierig. Hügel noch höher und so. Und ja, das ist auch so eins, das war so mein Traum vorher, wo ich dachte, so ein bisschen gelesen habe über die in den Ausbau, dachte, oh, da kannst du echt mit Weitwinkel dran. Und ich war da wirklich direkt davor und einfach, ja. Mega, das ist halt. Schöner geht's eigentlich ja gar nicht, ne? Dass du vorne Lava als Vordergrund hast und dann so diese tollen Vulkane hinten als Hintergrund. Das ist total verrückt gewesen, total irre. Und also ich kann hier alle Bilder durchklicken mal. Also es ist ganz unterschiedlich, aber es war halt immer eins. Ich lese gerade, mach dir ein Bildband davon. Ja, jetzt nicht direkt geplant, ne? Also Also könnten vielleicht wir. was über Island mal überlegen. Also was wir, glaube ich, wirklich mal machen, noch irgendwie, dass wir noch so ein bisschen Vergleich der Bilder machen, weil es ist ja witzig, weil wir standen eigentlich immer nebeneinander. Da ist der eine vielleicht mal ein bisschen an die andere Stelle, aber meistens haben wir wirklich parallel fotografiert. Auch der eine hat vielleicht fotografiert, der andere hat das Making-of gemacht, da haben wir uns ja auch ein bisschen aufgeteilt oder so. Aber das trotzdem, ich glaube, wir haben wenig gleiche Bilder. Ja, Also jeder das hat ja seinen Portfolio. Stil irgendwo. Jeder Ja. hat ja so, wie er es fotografiert. Ja, ist Und das fand interessant. ich aber eigentlich auch das Spannende, dass eigentlich zwei Fotografen, die beide auch die Leidenschaft für Feuer haben, also ja schon für das Gleiche und ähnlich ticken, aber trotzdem völlig unterschiedliche Motive. Also ich glaube, zusammengeschmissen ist das einfach ein richtig cooles Portfolio. Ja. Ja, das hier vielleicht mal als Bild auch. Das war die Ansicht, die hatten wir am Freitag. Da kamen wir ja nur noch auf diesen einen Berg und ich glaube, das ist auch die Ansicht, die man haben kann, wenn der Weg A wieder offen ist, weil man da so schön dann so drauf gucken kann. Das fand ich aber auch ganz cool, das ist mit Tele fotografiert.
Ich kann mir das hier gerade nicht einblenden lassen, sonst könnte ich es jetzt sagen, aber ich glaube, das war um die Ja, das 100 müssen 100, Millimeter grob. weil ich hatte das 12 bis 100 drauf und ich kam noch ein bisschen näher ran. Ja, dann müsste es Also um das die müsste die 80 90, Millimeter 80 gewesen sein. sein. Aber was ich Oder hier das sowas. Faszinierende finde, da mache ich die nächsten Tage noch ein kleines Filmchen und einen Post. Da im Hintergrund, kannst du da ein bisschen reinzoomen? Genau. Gucken. Da, das ist ein Lavafall. Ja, Also da ist die okay. Lava wirklich aus dem Krater rausgeflossen. Also da haben wir ganz viele Fotos und auch Filmaufnahmen. Also das ist wie ein Wasserfall, nur mit Lava. Also das fand ich So eigentlich, das. schnell halt auch alles. Da haben wir auch Muss man. mehr am ersten Tag auch einen gehabt, wo wir fast direkt davor stehen konnten. Und da ist die wirklich aus dem Krater runter, wie ein Wasserfall. Also das Aber war auch für in mich einem das. Tempo, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, es hieß mal 10 Meter pro Sekunde ist sie. Also relativ dünnflüssige Lava am Anfang. Also wegrennen ist da nicht. Also wenn sie direkt neben einem aufgeht und losfließt, dann verliert man. Ja, und im Dunkeln, das war es halt Mordor, ne? Also im Dunkeln, ich habe dann auch mal ein paar Bilder gemacht. Ja, es ist halt einfach übel. Da, wo sie flüssig ist, das brennt halt aus, da kannst du nichts machen. Genau, da unten sieht man es, genau. Aber das ist noch relativ wenig ausgebrannt. Da war es, glaube ich, noch nicht ganz dunkel. Man sieht es ja hinten, im Himmel ist noch ein bisschen Zeichnung. Ja. Man, da wird es dann einfach schwierig zu sagen, ich mache eine bisschen längere Belichtung, um noch ein bisschen Vulkan und Landschafts- oder Himmel zu Das kann man zeigen. dann vergessen. Also mehr geht dann in Oder Landschaft man gar macht nicht halt mehr dann, drin. ja, man müsste halt eine Mehrfachbelichtung machen und das zusammenbauen oder sowas dann. Aber die Lava, man könnt euch vorstellen, 1200 Grad im Dunkeln, das ist ein Bruchteil der Sekunde und das frisst aus. Also da ist einfach, und das war da das einzige so ein bisschen Problem. Also hier ist ein ganz gutes Beispiel, weil hier war die Öffnung in die andere Richtung. Ja, das heißt, die Lava ist, den heißesten Teil sieht man gar nicht und kühlt Genau, das relativ war ja schnell ab, hier immer bei deswegen der ist es da Öffnung, nicht ja. so ausgefrossen. Genau, aber in dem, die meisten hat man direkt reingeschaut und da sieht man ja vorne jetzt bei dem Feuer, wenn man da direkt in die frische Lava fotografiert, dann ist es einfach schwierig. Aber allein die Himmelsfärbung hier, ja, dieses Orange, Ja, wie da der habe ich ganze dein Bild hier, dein Krater Mordor, aussieht. also das sieht aus wie vom Mars. Ne? Ja. Also, du wolltest doch schon immer auf dem Mars, du musst nicht mal auf dem Ja, Mars, ich du meine, ich warst hatte schon das so dort. mein Olympus Mons ist ja der höchste Vulkan des Sonnensystems auf dem Mars und den wollte ich schon immer mal fotografieren. Ist leider das letzte Mal vor 10 Millionen Jahren ausgebrochen, aber so stelle ich mir das vor, ja. Also, dass die ganze Landschaft in ein Orange getaucht, das war, glaube ich, kurz bevor die Windböe kam, übrigens. Ja, also meine Kamera hat es ja leider, ich kann ja mal wieder hier überblenden, meine Kamera hat es leider geschrottet, die ist umgefallen. Ich habe einen Filter kaputt gemacht, der war nicht gleichzeitig, das war vorher kaputt gegangen und dann hatte ich gerade fotografiert, Lightpainting gemacht und dabei ist die Kamera umgefallen, als auf einmal eine Windböe kam. Vorher war keine Windböe, die so stark war. Eigentlich hatte ich gedacht, ich hätte es stabil hingestellt. Ja, man hätte noch unten was ranmachen können, Gewicht und sowas habe ich nicht gemacht. Ja, jetzt ist sie eingeschickt, jetzt wartet die Kamera drauf, der Body ist gebrochen, da hat es alles rausgebrochen und die zweite Kamera musste ich auch einschicken, weil ich dann auf dem Sensor ganz viel Schmutzpartikel bekommen habe und alles beim Das, Objektivwechsel, das waren solche genau, das passt Bedingungen. nämlich gerade. Dirk schreibt nämlich gerade, aufpassen beim Objektivwechsel. Also hier ist Ja. die Frage, wie man ausgestattet ist. Also 70 bis 180 Vollformat reicht locker. Ich habe, ja, also mehr Tele. Du hast, glaube ich, wir haben auch das 100 bis 300 haben wir, glaube ich, gearbeitet. Aber mit dem 12 bis 100, also umgerechnet 200, da kommt man schon näher ran, bringt eigentlich nichts. Ja. Und Weitwinkel, genau. Ich bin auch mit 7, also mit 14 mm gestartet. Man muss halt wirklich nur überlegen, zu viel wechseln ist einfach nicht. Das ist kann halt schnell zu Schmutz führen oder Gas Hat dann rein. dazu Also auch geführt bei mir letztendlich, also dass ich dann letztendlich ordentlich Schmutz drauf hatte. Also ich hatte ja auch mit einem 714, 1240, das waren eigentlich so die Brennweiten, die beiden, wo ich am meisten mitgemacht hatte. Tele war ja immer sowieso schwierig, weil alles geflimmert hat auch, ne? Das war ja ein großes Problem, dass es immer dieses Hitzeflimmern hatte. genau, also ich habe ein paar Tele am hellen Tag, wenn die Lava näher war und keine Hitze war. Aber je mehr man mit dem Tele rangeht, desto mehr wird es auch unscharf und flimmerte. Und eins wollte ich ja noch gerne mal zeigen. Für mich war es ja auch, ich wollte ja schon, also ich mag es ja, Lightpainting zu machen, dort wo man es eigentlich nicht macht. Deswegen hatte ich da Lightpainting, also war ja mein großer Traum, Lightpainting vor dem Vulkan zu machen. Und bin echt happy drüber, dass wir das gemacht haben. War auch eine coole Zusammenarbeit. Adrian an der Kamera ist schnell dort. Ist mit Live Composite von Olympus entstanden, weil es anders gar nicht möglich gewesen wäre.
Genau, man sieht ja jetzt schon hinten, die Lava bricht aus. Und wenn man da 3 Minuten belichtet, ist das Bild weiß. Das ist so aber hell. Das ist ein super Kompromiss. Also das war eigentlich auch der Aufhänger für die Tour, erstmal so ein bisschen zu sagen, wir machen ein bisschen da Light Painting. Genau, und ich muss auch sagen, es ist super geworden. Also das war alles andere wirklich ja jetzt leicht. Ne? Immer mit dem Wind, der hat mich da mal genervt. Dann waren öfter ja mal Leute, die da durchgelaufen sind. Wir waren ja immer, wir mussten ja mal gucken, was mit Touris, dann laufen sie alle mit ihren Stirnlappen durchs Bild. Dann hat man immer noch das und so. Und dann hat ja, das war schade. Wir konnten relativ spät immer erst, also wir, eigentlich hätte es Sinn gemacht, früher aber zur blauen Stunde noch zu malen. Aber da war es zu voll, da ging es gar nicht. Ja. Also das ging, also jetzt erst, da war es glaube ich schon nach 23 Uhr. Da waren die meisten schon weg und selbst da musste man jetzt irgendwie gucken, dass nicht nur irgendeiner mit Stirnlampe durchschlappt oder so. Das war wirklich schwierig. Und bei einem Bild, ich habe das jetzt nicht hier, aber bei einem Bild, ich glaube, man sieht ja meine Maus, ich weiß es gar nicht, da ist dann sogar hinten das ganze Lavafeld mit einmal aufgebrochen und alles mit einmal überstrahlt. Also es war ja wirklich, man musste ja Glück haben, dass der Vulkan nicht zu viel ballert einfach. Und dann waren wir ja noch auf der anderen Seite, da hat man ein bisschen Glück mit dem Himmel, dass es da nicht so überstrahlt hat. Also dass wir auch so noch so ein bisschen Himmelsfärbung schöner hatten, schönen blauen Himmel. Da hatten wir auch so ein Eckchen, wo die Leute nicht dazwischen laufen konnten. Also die war die Lava so links und rechts geflossen und da konnten sie nur hinter uns gehen und dumme Fragen stellen, aber nicht reinlaufen. Ja, ein paar kamen dann doch, wir tanzten da mit Licht vor der Lava herum, ne? Deswegen... war das mal ganz gut für die ganzen Leute. Hier habe ich doch, ich habe hier das Bild. Genau. Das ist das Bild, wo alles schief gegangen ist, was schief gehen kann. Ich wurde dann ja abgelenkt und wir haben es dann abgebrochen. Das ist ein Abbruchbild, weil einfach hinten dieses ganze Feld hier aufgegangen ist und dann nur noch geglüht hat ohne Ende. Das war dann nur noch rotglühend, sodass es nichts Schönes mehr war. Und wir haben unseren kleinen Teufel gemacht. Genau. Das mag ich ja total gerne. Das ist ja, das ist ja super. Das passt ja irgendwie auch perfekt dahin. Das passt einfach. Auch von den Farben halt her und das Ganze ist, Genau. Und wo ich hier so schön dabei bin, was machst du da drin, du Bild? Interessant war ja Drohne fliegen, da vielleicht nochmal was. Als wir da waren, Dienstag, Mittwoch, waren sehr viele Helikopter unterwegs, Cessnas unterwegs und gefühlt 20, 30 Drohnen plus 5 Renndrohnen. Also so Renndrohnen, die du überhaupt nicht beeinflussen kannst. Und dann noch so eine Monsterdrohne, die gefühlt 2 Meter im Durchmesser war. Vielleicht war sie sogar. Die auch noch so grün blinkte permanent Wahnsinn. Und da ihre Kreise zog. Ja, ja. Also das war. Und das Ganze in dem Dampf. Ja. Also man hätte seine Drohne eh schon nicht mehr wirklich gut gefunden. Aber so, also ich war eigentlich immer lost. Ich habe dann irgendwie 2-3 Mal, glaube ich, die Rückholtaste gedrückt, weil ich hatte echt keine Ahnung, was ist denn jetzt meine Drohne von den 1000 da oben. Und das ist wirklich witzig, wenn ich mir jetzt Fotos angucke. Ja, überall hast du mal eine Drohne drauf. Oder auch in dem Film habe ich heute wieder noch bei einer Sequenz irgendwie, fliegt da was durch. Also das ist schon, also das war anstrengend ein bisschen, fand ich, da zu fliegen. Wir hatten alle Drohnenakkus mit. Ich hatte 3 Drohnenakkus mit. Ich habe nicht mal einen Drohnenakku leer geflogen, weil ich auch keine Lust mehr hatte. Weil irgendwie, das war viel zu kompliziert, viel zu anstrengend. Dann noch so ein starker Wind und dann war eine Hitzewarnung. Du hattest, glaube ich, Hitzewarnung. Ich hatte Windwarnung. Ja. Und irgendwie, ich meine, es haben schon einige Drohnen dort geschmolzen und... wie gesagt, in dem Gas hatte man jetzt auch keine Lust, irgendwie das Drohnchen da zu versenken. Nee, ich habe schon eine Drohne verloren, ich wollte nicht noch eine Drohne verlieren. Aber interessant sind natürlich die Aufnahmen, ich zeige das mal kurz, die man trotzdem mit der Drohne von oben erreichen kann. Ist nochmal ein bisschen anderer Blickwinkel. Aber ich fand es einfach, es war nicht schön. Also da gibt es viel Schöneres, das war Stress pur. Fand ich irgendwie dann da echt. Ja, vernünftige Bilder machen zu können. Also ich glaube, das Einzige, was mir wirklich gefällt, ist meins von ganz oben. Ich weiß nicht, ob du das da auch drin hast. Das kommt gleich noch. Ich gehe einfach mal so ein paar Drohnenaufnahmen durch, dann seht ihr einfach, was man dort so machen kann. Ja, hier hat man auch von oben so ein paar coole Bilder. Also es gab ein paar interessante Motive, aber es war... Aber es ist halt auch schwierig mit dem Größenvergleich. Drohne finde ich eh immer schwierig. Ja. Ja, Positionen zu finden, das zu erkennen. Also mal als Begleitwerk ja, aber als Einzelbilder. Genau. Also es war wirklich. Und genau, blindfliegen wollte ich auch immer nicht. Also ich würde da auch niemals blind dort fliegen, nur mit Monitor, weil dann kollidierst du doch mit einer anderen Drohne und sowas. Und die ganzen Abstandssensoren, die spielen sowieso verrückt. Die musst du eh gleich ausschalten. Meine hat immer wieder gebremst von allein. Das war schon verrückt. Ja, das war so die von ganz oben.
Genau, das fand ich so, da ist Drohne wirklich mal nett, weil die Perspektive hast du sonst ja gar nicht. Und da war den Farbkontrast und das Feuer ist halt mehr irgendwie ein Aber bisschen Kunst. es ist Ja. nervig gewesen. Es war einfach nur nervig mit diesen ganzen Geschichten, weil es überall immer gesummt hat und gesurrt hat und die Leute ja mittendrin ihre Drohne gestartet haben. Ja, das fand ich eigentlich das Schlimmste, da direkt hinter dir, mittendrin, Leute, nichts Rücksicht genommen und dann fliegt dann eine Drohne hoch. Also wenn die ein bisschen vom Wind erfasst wird oder der nicht richtig steuern kann, dann hast du dann deinen Kopf oder die Hand ab. Also ich glaube, das war eigentlich das Gefährlichste. Also die Lava und alles, da hat man ja ein bisschen geschaut, aber die Leute, die wirklich von überall ja gestartet sind und du weißt ja auch nicht, ob das Ding Elektronikprobleme hat, nicht runterkommt, also Dass da noch nichts da mal passiert schön ist. Abstand zu, wenn da irgend, das war eigentlich Also erstaunlich, ich habe ja. auf den Super-GAU gewartet, eigentlich, dass so 10 Drohnen in der Mitte mit dem Helikopter zusammenstoßen und dann alle in den Krater rein. Also dass das nicht Wobei die passiert. Helikopter das auch nicht gestört hat. Die sind da auch Ja, geflogen vor allem irgendwie. sehr Die waren da tief. irgendwie ganz alle. Also wenn Ja, alle ganz entspannt. Also. war schon absolut irre. Ich würde mal hier noch die Beauty-Aufnahmen hier. Ich habe mal so ein bisschen was zusammengeschnitten auf die Schnelle. Einfach mal so ein bisschen Bewegtbild, damit ihr es noch sehen könnt. Wie es halt so ist, da sieht man ganz gut, wie die Lava wirklich fließt. Ja, hinten schön, wie sie spritzt, auch Wie es auch richtig schön spritzt. permanent. Das Die, Feuerwerk da hinten. genau, die Videoaufnahmen sind jetzt wirklich absolut roh, unbearbeitet. Nichts schneller gemacht, nichts. Das ist wirklich alles so, wie es aufgenommen wurde, direkt aus der Kamera. Und da sieht man ganz gut auch die Geschwindigkeiten, wie es dann auch in echt alles halt fließt und wie es dann wirklich live direkt vor Ort ist. Wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich von den Videoaufnahmen eigentlich echt begeistert. Also ich mache ja gerade auch meinen Trailer und ich muss relativ Filmsequenzen gar nicht bearbeiten. Die kannst du out auf der Kamera nehmen und Ja sind gut, ich irgendwie habe ja schön. in diesem speziellen Modus gefilmt, Ja, wo es genau. halt mit weniger Kontrast und alles ist. Deswegen muss ich dann noch ein bisschen Kontrast wieder reinbringen. Ja, nicht viel, aber ich finde, es Nö, ist also wenig, was man ganz wirklich wenig machen muss. Also bearbeiten. man kann es relativ gut nehmen und es ist eigentlich, und das war ja auch irgendwie da, das brannte und floss auf einen zu und war heiß und da stünden dann auch wie plötzlich alle hin. Das sieht, aber ich finde, das ist mit eins der schönsten Aufnahmen, wo man da wirklich hinten die Feuern, die Krater feuern sieht und vorne fließt es. Das war der Das schönste ist. Spot von allen eigentlich. Da waren wir auch, glaube ich, die meisten Bilder, meisten Weitwinkel gemacht dann, ja. Also es gab ja, also das fand ich halt auch schön, wo wir dann da waren, oben auf dem Berg und dann diese Da sieht ganzen man so den eine Lavafall Reihe so voll hatten. da. Ne? Das war, fand ich auch echt cool. Vor allen Dingen saß man da sehr gemütlich an diesem Hügel. Ne? Konnte man sich schön hinsetzen, schön was essen und dann einfach das angucken. Wir haben ja teilweise auch einfach nur mal gesessen und geguckt, weil es einfach Ich so glaube, das ist eh Wahnsinn war. das Schwierigste, finde ich, dass bei sowas immer, dass man eigentlich immer in Sucher oder irgendwie in Kamera denkt. Ja, und irgendwie sich gar nicht die Zeit nimmt, das einfach mal nur zu genießen. Also dafür fand ich eigentlich dann die dunkle Zeit jetzt so, wo man eben nicht mehr so fotografieren und filmen konnte, da habe ich es auch genossen, einfach nur dazustehen und dem Feuern zuzugucken. Also. Ja, also es war schon irre. Also es war, also ich habe es immer wieder Leuten so erklärt, also es war ein Erlebnis, so jetzt sind wir ja schon durch, es war wirklich ein Erlebnis für alle Sinne. Also wenn man mal wirklich mal alles so rausnimmt, du hast es mit den Augen gesehen, das war fantastisch für die Augen. Der Sound war irre. Ich habe den leider nicht so auf mein Mikro gekriegt, aber es war so, als würde Glas zerbrechen, so am Rand, ne? So ein bisschen Glasbruch. Genau, Und dann ja. halt auch so Du dieses kriegst da Grummeln sogar, alles und genau. wenn was rausfliegt und was verbrennt und immer so ein Grundrauschen. Das hat man also ordentlich gehört. Du hast es gespürt durch die Hitze, also gefühlt einfach so. Du hast es gespürt durch die Erdbeben unter dir und du hast es natürlich gerochen und auch so ein bisschen auf der Zunge wieder geschmeckt. Also letztendlich hast du wirklich alle Sinne bei diesem Erlebnis mit drin gehabt und wenn man mal so überlegt, was erlebt man, wo wirklich alle Sinne mit diesem so verbunden sind, dann fällt mir echt kaum was ein. Also deswegen fand ich es einfach so beeindruckend. Ja, das ist dann, genau, das ist es. Vor allen Dingen halt extreme Sinne auch. Also wirklich diese Hitze und der Geruch und das alles in Kombination, das ist, also kann man eigentlich fast nur jedem Ich empfehlen, würde es machen, wenn man wer den sich das kennt. mal einigermaßen entspannt anschauen will, weniger entspannt und so viel Feuerwerk auf einmal als da jetzt auf Island, ist eigentlich auf der Welt, war bis jetzt den Stromboli, konnte man angucken, aber der ist seit 2 Jahren gesperrt. Und alles andere ist extrem aufwendig oder nicht so zuverlässig. Also jeder, die Chance irgendwie hat, sich leisten kann oder möchte. Also es geht ja von den Kosten, das muss man ja auch nochmal sagen.
Gerade mit Unterkunft, als wir geguckt hatten, viele Unterkünfte, okay, lagen für 10 Tage so zu zweit bei 1.500 Euro. Und die Unterkunft, die wir dann gefunden hatten, in Eirabaki ist das Hostel, wurde ich auch oft nachgefragt. Einfach Eirabaki Hostel, da gibt es nur ein Hostel. Genau, da gibt es noch eins, das findet man. Da kann man sich Apartments Und was mieten waren auch. das? Die 10 Tage hatten für uns grob 700 Euro gekostet. Genau. Und ich finde, Also, wenn man, wie zu gesagt, das, wir zweit. hatten, vor allem, wir hatten wirklich 50 Quadratmeter, also hatten richtig Platz. Gibt es auch da 40 Quadratmeter und kleiner, also für Quarantäne wirklich super für zu zweit und für den Preis absolut. Aber ich glaube, das ist eine der wenigen halbwegs bezahlbaren Unterkünfte, zumindest was wir gesehen hatten, weil wenn man ein bisschen länger surft oder so. Was es ja ein bisschen schwieriger auch macht, es gibt ja nur ausgewiesene, also ich glaube, Quarantänehotel könnte man zurzeit sogar umsonst bekommen. Also das wird von der Regierung angeboten. Das sah aus wie so ein Kasten, aber man hätte die Chance wirklich Gratis dort die und so, ersten ja. 5 Tage in Quarantänehotel zu ziehen und das kostet dann gar nichts. Das wird von der isländischen, vom Staat übernommen. Und ansonsten mal gucken, wir haben natürlich jetzt auch nicht so weitreichend gesucht. Es muss, weil wenn man die, es muss eine Quarantäneunterkunft für uns musste es sein. So, wir Also. hatten also nur eine gewisse Auswahl von 400 Unterkünften auf der ganzen Insel. Wenn man also losgelöst davon sucht, gibt es bestimmt noch viele andere auch bezahlbare Du musst halt Unterkünfte. eigenes Also erst Badezimmer und Küche Quarantänehotel. haben, so. Na gut, aber wenn man sagt, man macht das Quarantänehotel, nimmt man in Anspruch, kostet gar nichts und zieht danach um, dann kann man sich für die nächsten, keine Ahnung, 10 Tage noch irgendwie was Feines suchen und mein Autofahren ist da ja ganz entspannt und stressfrei. Also das insofern gibt es sicherlich günstigere Orte, aber ich meine, ich hätte es mir eigentlich viel teurer vorgestellt. Ja, das war eigentlich wirklich, also dafür war es wirklich günstig. Also wir hatten jetzt auch nicht den teuersten Wagen hier gehabt, wir hatten so ein Mini-Autolein. Das ging eigentlich alles. Also je nachdem, wie man es halt handhabt und so, kann man da schon günstig hin. Und ich würde es echt jedem empfehlen, wenn es irgendwie möglich ist. Das ist ein Erlebnis. Ich glaube, das erlebt man so nicht nochmal. Also es war fantastisch, das war Wahnsinn. Wir haben so viele Bilder. Ich habe, glaube ich, 200, 300 GB Material an Fotos und Videos, was ich jetzt einzeln verarbeite. Habe natürlich auch viel mit Lampen noch gemacht. Da könnte ich ja noch mal kurz was zeigen. Muss ich mal schauen, wo ich das habe. Ja, stimmt, du warst ja alles am Ja, Lampenfotografieren. ich war ja nicht nur mit, also ich habe ja auch was für Ledlenser Zum dort Vergnügen gemacht. da. Also nicht nur für Sagen wir es Olympus. ja. Und zwar einfach, um ein bisschen um die Lampen mal in Einsatz zu bringen. Und ein Bild würde ich einfach mal zeigen. Das ist auch, passt auch ganz gut. Das war vom letzten Tag, den Samstag. Da wollten wir unbedingt den Vulkan mit Polarlicht oben sehen. Standen da die ganze Zeit, ne, und haben auf Polarlicht gewartet. Es war auch echt kalt, aber. Ja. Und wir haben ganz kurz hinter uns Polarlicht gesehen, das für so eine Sekunde. Es war KP5 angesagt, also es sollte richtig ordentlich Polarlicht geben. Naja, der Himmel hat sich nicht aufgerissen. Und dann haben wir so ein bisschen das fotografiert. Das war schön von den Farben her, wie sich der Himmel da gefärbt hat. Wir hatten das Blau und dann hat die Lava alles so angestrahlt. Und deswegen hatte ich dann hier auch nochmal kurz mit meiner Taschenlampe nochmal so ein kleines Bildchen gemacht, um einfach auch mal mit der Lampe noch ein bisschen Power zu zeigen. Also es war eine schöne Verbindung. Du hast das auch nochmal so mal das Ganze ohne Genau. Taschenlampe, also schon ein kleiner Unterschied. Und weiter vorne hat man ja nochmal hier ein schönes Bild von der Genau, blauen ich finde, Lampe. das zeigt nochmal schön, so sieht die Landschaft halt dort aus. Du hast das Moos und den Stein und so gehst du da eigentlich rum und da im Hintergrund ist der kleine Vulkan. Also, wobei das mit der Lampe, das fand ich immer ganz, ganz nett. Das war ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Lumen hat die Lampe? Die Lumen hat, die Taschenlampe hatte hier im Boost-Modus 4500 Lumen. Genau, und also wir haben die erst am Vulkan immer fotografiert und Olaf wollte das Bild immer am Vulkan machen, aber du hast dann vor lauter Helligkeit der Lava Ja. 1200 Grad von diesem Lumix gesehen. Da war so ein Mini-Kegel, also da so, ich muss die Taschenlampe zeigen, wie weit sie leuchtet, aber irgendwie sie leuchtete halt am Vulkan, weil wenn was anderes deutlich heller ist, ist es schwierig Das und ging nicht so richtig, aber hier hat das echt cool funktioniert. das ist wirklich beeindruckend, weil das ist wirklich bis zum Vulkan ausgeleuchtet. Und ich schätze mal, wenn man da runter geht, Da läufst du eine ist man ganze locker Weile. eine Viertelstunde beschäftigt, bis man dann wirklich am Ende der Das Lampe waren noch ist. einige Meter bis zum Vulkan hin. Das ist noch Ja. echt weit gewesen. Also es war schon heftig, wie weit es da auch einfach dann gestrahlt hat. Ich würde mal sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein paar Fragen loswerden. Wir haben jetzt ja schon einiges an Bildern gezeigt, Videos gezeigt. So viel wollen wir ja gar nicht zeigen, weil ihr solltet ja noch ein paar Mal bei uns auf der Homepage gerne gucken oder auch dann noch die Videos, die wir fertig vorbereitet haben.
Als Kla Artikel kommt ja auch noch in genau. Zeitschriften. Den Superchat habe ich übrigens auch aktiviert hier, falls da jemand aktiv werden möchte. Ansonsten vergesst nicht natürlich unseren kleinen Livestream hier mit Gefällt mir zu markieren. Freuen wir uns immer sehr drüber, wenn ihr ein bisschen gefällt mir. Aber wenn es euch gefällt, dann gefällt es euch. Das könnt ihr gerne zeigen, wenn ihr Spaß dran hattet. Wenn euch das Ganze interessiert, dann lasst gerne einen Daumen da. Wer noch nicht gemacht hat, kann gerne ein Abo da lassen. Adrian, du hast auch einen Livestream, nee, Livestream, einen YouTube-Kanal, glaube ich. Genau, ich finde mich immer unter Adrian Rohnfelder und ich glaube, der heißt Adri Ling, noch alt, Adrian Rohnfelder, also rohnfelder.de, die Website, mein Facebook, Instagram immer und YouTube auch, da geht, guckt gerne Genau, vorbei, schaut mal bei ihm nach. weil 50% meines Trailers ist fertig, geht irgendwie auch dann nächste Woche online oder so. Also klar, da freue ich mich auch mal. Da gibt es ein paar, auch noch ein paar eiskalte Abenteuer zu Ja, und wir bewundern. planen ja noch ein größeres Bild, also ein Video. Wir haben noch ganz viel Making-of-Material, Genau. und das muss ich jetzt noch schneiden, auch mit einfach so Einblicke hinter die Kulisse vom Flug bis zum Schluss eigentlich. Das soll noch mit rein. Kommt auch noch. Also es kommt noch einiges an Material, weil wir einfach zu viel haben. Ich sehe gar keine Fragen. Also ich habe noch eine alte, sehe ich noch hier, hätte man sich an der Lava verbrennen Ja. können, klar, das hätte man ziemlich gut geschafft. Mehr. Extra Genehmigung, um dorthin zu kommen, nein, einfach hinfahren und hinlaufen. Ich glaube, zwischendrin war, wer im Sommer hinfährt, klar, wenn es fast durchgehend Dämmerung ist, fehlt natürlich dieses Glühen in der Dunkelheit, aber fotografisch gesehen ist es sicherlich hilfreich. Ja, ich sehe gerade hier, wird das aufgezeichnet, dieser Livestream hier, wer zu spät gekommen ist, ja klar, der wird aufgezeichnet, den Livestream stelle ich direkt danach online, dauert ein kleines bisschen, am besten ihr guckt dann morgen, bis das alles verarbeitet ist, dann könnt ihr euch den nochmal in Ruhe auch angucken und das alles mit nochmal anschauen. Ich kann ansonsten noch ein bisschen Werbung für meine Sache nochmal machen. Ich bin am Mittwoch auch noch beim Stefan Wiesner zu Gast, berichte da nochmal. Und Adrian, wir wollen ja auch noch einen Podcast über das Ganze machen, ne? Dann müssen wir ja auch nochmal unseren Podcast Genau. bewerben. Genau. Wir haben sogar noch eine, sogar, wir haben doch sogar eine Seite jetzt schon angefangen aufzubauen für unsere Projekte. Es kommt mich gerade so die Frage, werdet ihr dieses Ja, Jahr wieder sehe ich auch hinfliegen? gerade. Also wenn, sag mal, wenn im September weiterhin keine Workshops erlaubt sind, dann bestimmt. Ich denke, wir haben einige Ideen, auch rund um Island. Ja. Ganz spontan hatten wir jetzt auch eine Idee Richtung Wildband oder so. Also ich denke mal, von uns wird es definitiv natürlich immer was zu hören geben. Also unseren Podcast, der ist ja jetzt schon seit einem Jahr, ungefähr einmal pro Monat kommt was raus. Ich glaube, fotofeuerlicht.de heißt unsere Seite. Da werden Ja, wir da das so müssen ein wir noch ein bisschen auch bisschen aktiv bündeln. sein auf der Und, Seite, da habe ja. ich ja noch ein bisschen was, da muss man so viel machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch einige heiße oder kalte oder sonstige Dinge Jo. auch noch in den nächsten Jahren anstellen würden. Workshops wollen wir ja Da soll anbieten, auch noch viel, gemeinsam weil auch. das Workshop-Thema ist ja wirklich so eine Frage, deswegen wissen wir nicht, was Genau. Ende des Jahres wird. Ich alleine muss jetzt schon 18, eigentlich noch mehr Workshops in das zweite Halbjahr reinschieben, die ich schon seit einem Jahr vor mir herschiebe. Deswegen, also ich werde, wenn Workshops erlaubt sind, wieder das zweite Halbjahr definitiv keine Reise unternehmen können, weil ich einfach so viel nacharbeiten muss und noch mehr arbeiten muss eigentlich. Also ich müsste ja dreifach arbeiten, um alles wieder reinzumachen. Und du ja auch, ne? Wir müssen ja wirklich gucken, ja, weil wir mit Workshops, Vorträgen und alles ja eigentlich unser täglich Brot verdienen. Wird endlich hoffentlich wieder die großen Festivals gibt auch, wo man wieder Genau. Vorträge eben nicht im kleinen ruckeligen Web zeigt, sondern die Bilder auf der großen Leinwand. Das ist ja das, was ich eigentlich normalerweise mache. Und also ich freue mich schon drauf, wenn also die Islandbilder sind Teil meines aktuellen Interstellar-Projektes. Ein paar kommen vielleicht auch ins Himmel-Hölle rein. Das ist geplant auf der nächsten Mundologia. Und ich freue mich, wenn ich die Bilder echt mal auf so einer ja, 10-Meter-Leinwand sehe. Ich glaube, das ist nochmal was ganz andere Qualität. Oh ja. Wenn man dann wirklich direkt davor steht. Also da freue ich mich schon drauf, nicht allein natürlich wieder auf der Bühne zu stehen, aber die Bilder selber mal auf so einer richtig großen Leinwand, ich glaube, und den Film, das, oh, Deswegen haben ja. wir es ja auch gemacht, um einfach Vorträge geben zu können wieder. Und also für uns war es ja wirklich nonstop Arbeit dort, für mehrere Firmen hier gearbeitet und um halt das Material dann später auch verwenden zu können. Es kommen noch Zeitungsartikel, es kommt noch ganz viel. Ich sehe gerade eine lustige Frage, ist der Ring eingeschmolzen oder was? Oder steht ihr noch unter seiner Macht? Das müsst ihr beurteilen nach dem Talk, oder? Ja, ich weiß, ich glaube, ich habe vergessen, den Ring da reinzuhauen, ey, Mann.
Verdammt. Ach Mensch, Ich muss doch noch mal hin. dahin. Wir müssen doch noch Ja. mal hin. Also genau, ich sehe gerade Weitsicht. Mit der Weitsicht bin ich in Kontakt. Also da gibt es vielleicht auch mal was zu sehen. Oder da gibt es ja noch die Multimediale mit Workshops. Aber das ist halt auch, als es im November, weiß man jetzt Genau. nicht. Und mit den negativen Tests sollte doch an Sehe ich Workshops auch kein Problem gerade. bestehen. Ich glaube, das muss man an anderer Stelle Ja. platzieren. Da sind wir, glaube ich. Momentan ist alles dort sowieso untersagt, deswegen. Also wir können momentan, sind uns die Hände gebunden. Deswegen können wir Aber dafür konnten nichts. wir reisen, haben diese Tour gemacht. Ich denke, daraus geben immer andere Ideen. Also insofern, sonst hätten wir heute Abend den Genau, Talk ich nicht sehe hier machen noch eine können. Frage. War es beim Anstieg vom Vulkan nicht kalt, nachdem ihr an der Hitze gestanden habt? Gibt es Tipps für die Kleidung? Ich muss sagen, wir hatten uns zu Anfang schon recht warm angezogen, ne? Und spätestens nach dem ersten Hang war einem sowieso warm, also vom Laufen. Ja, Das war dann genau. so, dass ich dann schon wieder eine Jacke ausgezogen habe. Und am Vulkan selber war es sehr windig. Wir hatten sehr kalten Wind, der, wenn man nicht nah dran stand, wirklich einen sehr ausgefroren hat. Und ja, wenn man halt kalt war, wenn einem kalt war, dann bist du halt 2 Meter rangegangen an die Lava und dann hast du dich wieder aufgewärmt. Also das war praktisch. Also dass man sich immer ein bisschen aufwärmen konnte. Und Und beim Laufen wird dann ja, ja. genau wie du schon sagst, beim Laufen wird einem ja warm. Ich meine, wichtig ist eine Windjacke dort. Wenn man im Sommer ist, dann wird der Wind auch nicht mehr so kalt. Also als wir gelandet sind, hatten Ich glaube, wir minus 5 Grad oder ja, sowas. minus 5 Grad und starken Wind. Das sind die Hände fast eingefroren. Das wird ja jetzt immer wärmer. Ich glaube, jetzt scheint da die Sonne, ist relativ warm. Aber Windjacke soll immer dabei sein. Und ansonsten empfehle ich immer Ja, Schichtensystem. das hat Also ein wunderbar T-Shirt, ein funktioniert. Pulli, eine dickere Jacke. Dann kann man sich Immer noch mal was ein ausziehen. Und bisschen warm vielleicht starten, dann kurz was ausziehen wir hatten noch eine und kann dann Regenhose, reagieren falls an. es zu windig wird, dass man die Regenhose als Windbreaker mitnimmt. Ich hatte mehrere Jacken auch an. Ich hatte, glaube ich, 4 Schichten immer mal an. Und nur den einen Tag war es ja wirklich, wo wir diesen Hagelsturm hatten und so beim Rückweg. Da war es echt extrem. Da hatte ich auch so eine Maske noch genommen, die dann da ein bisschen schützen sollte. Ansonsten war das alles eigentlich in Ordnung. Also Schichtensystem. Und immer gucken, wie warm es wirklich Aber ist. wie gesagt, das hängt natürlich, wer jetzt im Sommer fährt, da Ja. ist es Und beim entspannter. Laufen wird es halt Wenn es in warm. Richtung, Nur wenn man halt steht im Richtung kalten Herbst. Wind, dann wird es kalt. Ich muss hier einmal ein großes Dankeschön an die Pia geben, an die liebe Pia, die uns einen Regenbogen mit 14, ich glaube, sind das dänische Kronen, DKK? Ich weiß es gar nicht. Was sind DKK? Hat mir nicht neulich schon mal Was ist DKK irgendwie? DKK? Das hatten wir doch, glaube ich, als wir einkaufen wollten bei dem Netto IS. War der Preis doch auch in DKK Hier wird hier gerade angegeben. Ich glaube, nämlich es sind dänische DKK Kronen. angegeben. Ich weiß nicht, was DKK Ich ist, glaube, es aber sind. ich sage trotzdem Oder. Dankeschön für diesen lieben, netten Regenbogen. Müssen wir. Ja, Dänisch. Genau. Ah. Ja, dann ganz liebe Grüße an Dänemark. Das finde ich ja super. Das ist schön. Na, hat man noch eine Frage? Ich muss mir gerade mal wieder hier. Wir hatten noch. Ich gehe auch noch mal kurz durch, ob wir irgendwas irgendwie übersehen haben. Also natürlich freuen wir uns über die ganzen netten Wörter, auch über Worte, über die Weiß man, wie Videos lange und es die noch Filme. sprudelt, hatten wir schon. Also man weiß, also da kann ich ja nochmal sagen, also weiß man noch nicht genau. Es kann halt passieren, dass es noch länger sprudelt, dass es Jahre sprudelt. Ich nehme an, dass ihr in Reykjavik gewohnt habt und mit einem Mietauto hingefahren seid. Wir haben in Eirabaki gewohnt, Eirabaki Hostel, dort haben wir gewohnt und sind dann mit einem Mietwagen halt gependelt dorthin. Da gab es ja einen Parkplatz. Ich glaube, Reykjavik ist aber Ja. ähnlich weit. Also die nächste größere Stadt ist Grindavik. Ja, also. Von dort aus sind es 10 Minuten im Es Auto oder fährt von 15 oder Grindavik sowas dort. sogar ein Bus dorthin. Ja, den Shuttle-Vulkanbus. gibt es wohl auch. Und ich glaube, es wird demnächst noch größer alles ausgebaut, das Ganze. Genau, ja. Also, aber Reykjavik geht auch. Dann ist man halt 45 Minuten dürfte man fahren oder so von Reykjavik aus. Ja, es ist super zu Absolut. erreichen dort. Und wie gesagt, der Parkplatz, da muss man nur aufpassen beim Parkplatz mit den Schlaglöchern. Ja, die entstehen von heute auf Und auf einmal ist morgen da so und ein sind auch Krater. ziemlich tief und an Stellen, wo sie nicht sein sollten. Und tiefer als man dachte. Also genau, und im Dunkeln nicht zu sehen. Ja, Okay. über das Malheur wollen wir nicht weiter reden. Genau, aber deswegen, wenn ihr da fahrt, passt einfach auf den Parkplatz insbesondere auf. Der hat seine Tücken. Und der wird sicherlich auch wieder immer mal wieder vielleicht planiert, aber es ist halt schon eine Schotterpiste. Und wenn da, ich glaube, zu Spitzenzeiten waren da 5000 Leute und teilweise sind es immer noch 1000, 2000 Leute. Das ist Ich kann hier einfach noch mal dann den Masse. Parkplatz einblenden, dann sieht man den noch mal.
Also diesen riesengroßen Das Parkplatz. ist ja auch nur ein Teil. Also es geht noch Ja, es nach gibt ja noch einen hinten, es gibt zweiten sogar noch einen sogar. zweiten Parkplatz. Also ich glaube, irgendwann am Anfang, als wirklich alle hingeströmt sind, war da 1 Stunde, 1,5 Stunden Stau dahin zu fahren. Und die Autos waren auf 5.000 limitiert oder so die ersten Tage. Also das ist. Genau, also wirklich Wahnsinn. Ansonsten, ich glaube, wir haben eigentlich alles so, wir haben jetzt 1,5 Stunden gequatscht über das Ganze, die Oh Zeit ist ja, schon wieder. verflogen, ja. Wir haben eigentlich soweit alle Infos an euch rausgegeben, so ein paar Details. Ich möchte mich einmal, also wir möchten uns einmal bedanken bei allen, die zugeschaut haben. Es war echt cool, ich glaube, in der Spitze hatten wir 160 Zuschauer, habe ich so gesehen. Ich glaube, 167 hatte ich mal gesehen oder so. Also Also wird wirklich. mir gleich angezeigt. Auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön. Wenn ihr alle noch ein Like da lasst, da freuen wir uns natürlich auch sehr. Like bringt zwar letztendlich nichts, aber man freut sich einfach über ein Genau. Like. Wir haben davon nichts, aber es ist egal. Es sieht immer schön aus und dann können wir beruhigt auch schlafen. Ihr könnt uns natürlich auch immer noch anschreiben. Ich selber muss immer dazu sagen, ich bitte mich immer darum, mich nicht privat anzuschreiben. Bei Fragen um Islandreisen, da könnt ihr mich lieber über eine E-Mail oder über den Social-Media-Kanäle auf den Seiten anschreiben. Privat antworte ich da eigentlich in der Regel immer eher nicht drauf, weil privat ist privat. Genau, plus wir sind auch kein Islandreisebüro. Ja, Da wir sind müssen auch wir kein vielleicht mal ganz Reisebüro. kurz. Die Und meisten wir sind, Sachen sind online. Also denke, Safe wir haben auch heute Travel. eigentlich alle Tipps Genau. gegeben, die man eigentlich geben kann. Genau. Safe Travel IS oder Covid IS. Da kriegt man schon die meisten Infos. Und ansonsten alles andere kann man ganz schnell ergoogeln. Das kriegt man dann noch raus. Ansonsten guckt man sich unseren schönen kleinen Livestream hier nochmal an. Der wird aufgezeichnet. Wird dann morgen online sein. Da könnt ihr alle nochmal reingucken. Ihr könnt auch gerne nochmal unseren Quarantäne-Talk angucken. Dann hört ihr euch irgendwann nochmal unseren Podcast an. Guckt nochmal alles andere an. Und hier geht an Bianca nochmal ein ganz großes liebes Dankeschön raus. Danke für die 3 Euro da. Ja, danke schön. Freut uns riesig. Ja, auch danke für die vielen netten Worte noch. Und Ja, ich genau, sehe das wie hier auch gesagt, gerade. Es ploppt alles auf. Das ist also wunderschön. guckt, wir werden auch noch viele Bilder und wie gesagt, Filme und Making-of-Filmen die nächste Zeit veröffentlichen. Also guckt auf Facebook, Instagram, unsere Websites, Ja. YouTube. Da wird noch vieles auch kommen und genau, alles konnten wir natürlich nicht zeigen. Werden wir nie zeigen können, Nein, wahrscheinlich immer so. wir wollen jetzt nicht alles zeigen. Genau. Es soll ja noch ein bisschen Spannung bleiben auf die anderen Geschichten und so. Von daher. Und wer noch Fragen hat, kann ansonsten jetzt nochmal seine Frage einfach loswerden. Deswegen würde ich jetzt sagen, warten wir noch ein paar Minütchen einfach mit Ich ein paar denke, wir haben ja Fragen. jetzt 3 vor 9, wir können ja bis 9 noch einfach oder 5 Minuten Genau, warten, falls was weil kommt. sonst haben wir nichts mehr zu erzählen, groß. Weil, Ich glaube, erzählen könnten wir noch ziemlich ja, weil viel, natürlich, aber. aber das wird dann sonst auch zu lang einfach, wenn man so viel erzählt. Es war einfach spektakulär. Es waren einfach Erlebnisse, die wird man. Ich werde es nicht so schnell vergessen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich kann es nur empfehlen zu machen. Und auch zu zweit war das ja wirklich alles super. Das hat wunderbar alles funktioniert. Alleine würde ich da, glaube ich, auch nicht hinfahren. Also ich würde es nicht alleine, glaube ich, machen, weil zu zweit macht es erstens viel mehr Spaß. Und auch beim Weg, bei dem Laufen, ist es zu zweit dann auch schon besser. Also ich bin einmal ja auch hingeflogen, muss ich ja sagen, mit dem schweren Rucksack, weil ich da gestolpert bin. Und da liegst du Stimmt, wie ein ja. Marienkäfer da und kommst nicht mehr hoch. Und aber auch noch umgeknickt. Also ich meine, aber es ist Umgeknickt. genau, es ist einfach, der Weg ist halt irgendwann auch Ja. dann, ja, zu zweit war einfach, wir hatten echt auch Spaß und haben auch, sagen wir mal, aus nichts wirklich leckere Sachen gekocht. Also es war auch gar nicht, also wir haben uns jetzt gar nicht so schlecht ernährt, muss ich eigentlich sagen. Wir haben eigentlich keinen großen Blödsinn angestellt und ja, also das ist. Insofern, ich sehe gerade noch eine Frage ist, welche ISO-Werte, ja eigentlich eher Low ISO. Ja, eher gering ISO fotografiert, also wirklich hoch. Warum? Bringt ja nichts. Es war hell, es war so hell, dass da braucht man Genau, die da ISO ist nicht selbst hochmachen. in der Nein, Nacht gar nicht, gar nicht. tief. Ich sehe noch vom Arthur eine Frage. Stefan Wiesner, beim Stefan Wiesner werde ich Bilder zeigen, viel Best of und so und auch ein bisschen von der ganzen Geschichte, auch ein bisschen alles auf meine Light Paintings nochmal mitgemünzt und auch ein bisschen was von unserer Reise. Also ähnlich letztendlich wie hier, noch ein bisschen andere Bilder nochmal zeigen. Da wird es eine Art Präsentation sein, die ich bei Ihnen machen werde. Ja, guck So. mal, ich sehe hier gerade noch genau, ja, wie ist das Erlebnis, so nah an einem Loch zu stehen? Ja, also für mich, immer als Vulkansüchtiger, ist es immer nur der, ich habe noch nicht mal den Begriff gehört, das Blut der Erde für die Lava.
für mich ist es so der Blick in das Herz unserer Erde. Das kann man nicht beschreiben. Also wenn man wirklich überlegt, dass es da rauskommt und da Neues gewonnen wird. Also das ist schon total verrückt. Und ganz viele Leute haben ja auch Lava mitgenommen. Wir haben jetzt keine Lava mitgenommen. Ich habe hier schon 3-4 Lavasteine zu Hause. Da brauche ich nicht noch einen Lavastein. Die sehen ja letztendlich sowieso alle gleich aus. Aber die Farben sind sehr interessant gewesen, ne, von den Lavern. Wir hatten da, glaube ich, ich weiß nicht, es müssen Geologen gewesen sein, die dann da total begeistert rumgelaufen sind, die sich einen Stein nach dem anderen angeguckt haben. Also guck mal, der leuchtet grün, der leuchtet blau. Schon verrückt. Ja, weil über die Zusammensetzung von den vulkanischen Lava ist eine komplett andere immer. Also Lava ist ja nicht gleich Lava, die ist ja immer völlig unterschiedlich. Also insofern, ich sehe gerade noch, danke an das Fernblick Herzogenaurach, da könnten wir sogar mal einen Vortrag machen. Ja, das würde doch ganz gut passen dort, oder? Lieber Stefan, also da bleiben wir eben, sind ja eben im Kontakt. Und WB, Weißabgleich, oder? Auto. Ich arbeite immer Auto. Ja, ich mache auch immer Weißabgleich. Dann in RAW und am Rechner. Wobei gar nicht wahr. Ich habe diesmal mit einem festen Weißabgleich gearbeitet. Ich habe den vorher auf Mittelwert eingestellt. Ich habe den auf 5400 Kelvin gemacht diesmal. Weil ich aber auch so gefilmt habe. Alles mit einem Weißabgleich gefilmt haben wollte. In der Verarbeitung einfacher dann für mich gewesen. Ansonsten reicht natürlich Auto, weil wir fotografieren sowieso in RAW. Da stellen wir dann sowieso alles noch einzeln mit ein. Ich habe gerade von mich eine nette Frage bekommen nach PayPal. Ich glaube, du hast schon was bekommen. PayPal-Spende, danke. Hier unter atreling@icloud.com. Mein PayPal, genau. Und guck mal, Fernblick-Festival, genau, da machen wir auf jeden Fall was. Also wer irgendwie, wenn Herzogenaurach im nächsten Frühjahr wieder erlaubt ist, dann kommen wir sehr gerne und eine Lavalampe bauen. Ja, das ist natürlich, ja, so eine Lavalampe bauen. Ich hätte es gern gemacht, so eine Lavalampe bauen. Weißt du, so ein bisschen was rein, aber das erkaltet ja immer. Das ist ja so ein großes Problem. Ja, das heißt, wenn man das heiß mitnehmen könnte, das wäre irgendwie, müsste halt, ja gut, ich meine, das ist 70 Kilometer tief dort. Also ich weiß nicht, wie bei uns so der Erdmantel ist. Einfach mal bohren. Ja. Und weiter bohren. Und dann noch ein bisschen bohren. Immer bei euch ist doch Platz zu bohren, oder? Ja. Nehmen wir das Feld dahinter. Ja, da wird dieses Jahr Mais angebaut. Ich glaube, der Bauer ist dann so ein bisschen, mag das nicht, wie ich da jetzt anfange zu bohren. Wenn du erklärst, da kommt der Tourist, die Touristen kommen demnächst und sprudeln, weil der Vulkaniker Maisgeld hat. Also, Ich versuche mal gerade noch eine Seite aufzumachen, die ich noch zeigen möchte, wo es noch Infos gibt. Mal gucken, ob das funktioniert. Aha, ja, funktioniert natürlich jetzt nicht. Doch jetzt. So, die muss ich mir jetzt mal hier rüberwerfen. Ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar könnt ihr euch hier noch cool informieren. Das habe ich immer gemacht mit auf der Seite. Das ist von ruf.is. Also es ist, glaube ich, eine isländische Zeitung. Die hat ja erstmal diese Live-Kameras für Livestream. Und die hat immer ihren Blog. Also hier ist immer ein Blog, den kann man sich ja wunderbar hier auf Deutsch übersetzen lassen. Und da stehen dann immer so die einzelnen Geschichten drin, was gerade aktuell dort ist, was passiert ist. Und da kriegt man auch alle Infos einfach nochmal dazu. Also nur einfach nochmal als Tipp, ruv.is. Und da ist diese Blogseite, die ist sehr, sehr, sehr interessant. Ansonsten halt nochmal covid.is und safe.is. Travel.is. Das einfach nochmal als allerletzten Tipp. Ja. Adrian, haben wir noch was zu erzählen? Jetzt nicht. Das heben wir uns für das nächste Mal auf. Morgen machen wir einen Podcast. Der soll den Podcast anhören. Da fällt uns bestimmt noch ein bisschen was ein. Und wir machen einfach mal noch eine Sendung irgendwann demnächst und plaudern uns quer durch alles. Irgendwie. Ja, es gibt ja noch ganz viele andere Themen, über die man reden kann. Auf jeden Fall. Wir sind nicht mit dem Vulkan. Ein riesengroßes Dankeschön an alle, die dabei waren, an alle, die mitgefiebert haben. Ihr könnt auch noch bei Instagram unsere Storys nochmal anschauen. Die haben wir ja gehighlightet dort, dass man da nochmal die Story-Highlights alle angucken kann. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet demnächst. Genau, dann bleibt uns einfach. Wir könnten einen heißen Abend wünschen. Nein, wir hatten, glaube ich, jetzt einen heißen Abend. Dann wünschen wir vielleicht ein bisschen Abkühlung jetzt. Genau, einen schönen Resteabend und ja, einfach eine gute Zeit bis
zum nächsten Mal. Genau. Danke ciao, euch. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.